Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen dürfen. Das heißt, ihr mich, ich euch leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich weiß, dass wir bei diesem Weg wieder miteinander ein interessantes Thema heute behandeln können. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und habt auch über das letzte Thema, das wir gehabt haben, etwas nachgedacht und euch eure weiteren Gedanken darüber gemacht. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Wir sind sehr stark konfrontiert mit dieser Auseinandersetzung in diesem Darwin-Jahr. Es läuft mehr, als man es glauben würde, und es ist nur eine Frage der Information, wie viel man darüber erfährt, was wirklich bisher schon über dieses Thema Schöpfung und Evolution gesprochen wurde, welche Debatten es gibt, welche Diskussionen es gibt. Und ich denke, wir haben allen Grund, uns diesem Thema ganz konkret auch etwas mehr zu widmen und versuchen hier auch etwas mit einzubringen in vielleicht da und dort in Debatten oder in Diskussionen. Und vor allen Dingen, dass wir uns selbst irgendwo auch informieren über das, was läuft und was heute über diese Thematik Schöpfung und Evolution gesagt wird und gedacht wird. Ich habe heute das Thema, wie ihr seht, überschrieben mit einem vielleicht etwas außergewöhnlichen Titel: Intelligent Design und die Existenz des Bösen. Wir haben ja in unserem letzten Vortrag, habe ich versucht, dieses Konzept von Intelligent Design etwas verständlich zu machen. Und die, die es vielleicht noch nicht gehört haben und jetzt diese Sendung hören, tun natürlich gut, wenn sie den Vortrag davor oder die zwei Vorträge davor hören, damit der Zusammenhang richtig verständlich wird. Intelligent Design ist die Bewegung in Amerika, die sich aus Wissenschaftlern aller verschiedenen Klassen und auch aller verschiedenen religiösen Hintergründe zusammengeschlossen hat und wo man versucht, gegen die herkömmliche Evolutionstheorie, die völlig ohne Gott und ohne intelligenten Plan auskommen möchte, ihr irgendwo zu begegnen und zu entgegnen. Intelligent Design hat damit zu tun, dass Menschen hier glauben, dass die Welt und das Universum und das Leben auf dieser Erde nicht aus dem Zufall entstanden sein konnte, sondern dass hinter allem ein gewisser Plan steckt. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich bedeuten, dass es Gott ist, der hinter diesem Plan steckt, sondern einfach, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, ein intelligenter Plan. Irgendeine Intelligenz im Universum, eine Kraft im Universum, die das Ganze ins Leben gerufen hat und gesteuert hat. Und wir haben das letzte Mal über dieses Engagement von Kardinal Schönborn uns etwas informiert, der sich zur Aufgabe gemacht hat, hier auch wesentliche Beiträge zu bringen in dieser Diskussion über diese Thematik im Darwin-Jahr, speziell über Schöpfung, Evolution. Und er hat sich ja schon seit einigen Jahren eingebracht in diese Diskussion, und darüber möchte ich heute auch in diesem Thema etwas mit euch nachdenken und weiter euch informieren über interessante Zusammenhänge. Es geht mir in diesem Thema, wie ihr gesehen habt, um die Frage der Existenz des Bösen in der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie und aus dem Hintergrund der Evolutionstheorie. Ich habe einen Untertitel gewählt: Die Interpretation des Existenz oder der Existenz des Bösen aus der Sicht der Evolutionstheorie. Für mich hat sich hier durch diese Behandlung dieser Themen haben sich für mich ganz neue Aspekte ergeben in der Behandlung auch biblischer Themen oder die Behandlung diese Themen auch von der Bibel her zu beleuchten. Es geht um eine Frage der Wissenschaft bei diesem Thema an alle Menschen aller verschiedensten Konfessionen und aller Konfessionen und Religionen auch, die grundsätzlich an einen Gott glauben,
der existiert in diesem Universum und auch etwas mit der Existenz des Universums zu tun hat. Also an eine Art Schöpfergott glauben, jetzt nicht nur im Christentum, sondern außerhalb des Christentums. Und die der Überzeugung sind, dass ein intelligenter Plan hinter der Schöpfung steht, in der wir leben. Und die Wissenschaft stellt hier auch Fragen in Bezug nicht nur auf Gott, sondern auch in Bezug auf die Existenz des Bösen in dieser Welt, aus dem Hintergrund dieser Diskussion. Und das ist für mich sehr bemerkenswert und sehr interessant. Da geht es um die Frage, wie kann es in einem Universum, das von einem allmächtigen, von einem weisen, von einem lieben und einem gerechten Gott, wie wir es als Christen auch glauben und wie auch in anderen Religionen so gesehen wird, wie kann in einem solchen Universum, das von so einem Gott geschaffen wurde und intelligent geplant wurde, wie kann es da das Böse geben? Und wie kann es da so viel Leid, so viel Sterben, so viel Tod und Elend und Not und Ungerechtigkeiten geben? Das nicht nur in Bezug auf die menschliche Gesellschaft, sondern auch in Bezug auf das, was sich in der Tierwelt abspielt, was sich in der Natur generell abspielt. Und unser Thema möchte heute versuchen, ich möchte heute in diesem Thema versuchen, euch über diese Fragen zu informieren. Das hat mir persönlich ganz neue Einsichten gebracht, welche Fragen interessanterweise heute die Wissenschaft an die Religion stellt und an die Leute, die so überzeugt sind, dass wir es mit einem liebenden und gerechten und barmherzigen Gott in diesem Universum und die noch hinter dieser Schöpfung zu tun haben. Und es wird kein, vielleicht nicht ein einfaches Thema sein, es wird viel Konzentration bedürfen. Ich werde heute sehr viel zitieren und deshalb aus Zitaten aus Texten vorlesen, weil es dazu sehr interessante Texte gibt. Und da bitte ich euch wirklich mit Konzentration dabei zu sein und euch auch da führen zu lassen in euren Gedanken. Wir werden sehen, welche interessante Fragestellung und welche interessanten Überlegungen da im Hintergrund sichtbar werden und erkennbar werden. Ich darf euch einladen, dass wir, bevor wir da ganz einsteigen in unser Thema, dass wir noch Gott bitten, dass er bei uns ist. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diese Gelegenheit, die du uns schenkst, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass wir uns über diese wichtigen Fragen in dieser heutigen Zeit Gedanken machen können. Die ganze Welt stellt sich die Frage immer mehr, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir da sind. Und warum es in dieser Welt und auch in dieser Schöpfung so viel Zerstörung, so viel Leid, so viel Grausamkeit und so viel Ungerechtigkeit gibt. Fragen, die viele Menschen zum Verzweifeln bringen. Aber du hast uns durch dein Wort Antworten gegeben. Und es gibt viele Menschen, die versuchen, Antworten zu geben. Und wir wissen, dass es eine Vielfalt von unterschiedlichen Antworten gibt, die man versucht. Und wir wollen deine wissen. So segne uns jetzt in diesem Thema. Führe uns und lenke uns durch deinen Heiligen Geist. Und lass auch die Technik gut funktionieren und gib, dass jeder, der zuhört, auch etwas davon für sein persönliches Leben mitnehmen kann. Ich preise und lobe dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Gut, also es geht in diesem Thema grundsätzlich um die Frage, warum lässt Gott das Böse in all seinen Formen, nicht nur in unserem persönlichen Leben, in unserem menschlichen Leben, in der menschlichen Gesellschaft, sondern im gesamten Universum, in der gesamten Schöpfung so geschehen. Und darauf gibt es Antworten in allen Religionen. Alle Religionen versuchen den Menschen nicht nur die Existenz Gottes nahezubringen, sondern auch zu erklären, warum es in einem Universum, in dem ein gerechter Gott, ein liebender Gott existiert, warum es dort auch das Böse gibt. Und so auch eine Erklärung zu versuchen,
die Menschen helfen sollte, mit diesem Leid, mit dieser Ungerechtigkeit und mit dieser Grausamkeit in dieser Welt und auch in der Natur recht umgehen zu können. Und es sind nicht nur die Religionen, die eine Antwort darauf geben, sondern mir wird mehr und mehr bewusst, und das muss ja auch so sein, dass auch die Atheisten, auch Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben, die an eine Entstehung des Universums aus dem Zufall glauben und an eine Entwicklung aus dem Zufall glauben, bis hin zum Menschen, zur Krone der Schöpfung, wie man es dann trotzdem immer wieder gerne sagt. Welche Antwort haben Wissenschaftler, die an ein evolutionistisches Weltbild glauben, auf die Frage, warum gibt es all dieses Leid in dieser Welt? Auch sie müssen ja letztendlich irgendeine Erklärung dafür haben. Wir wollen aber auch die Frage stellen, welche Antwort geben wir Christen, die wir an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung glauben? Sieht die Antwort anders aus auf die Frage, warum so viel Leid und so viel Grausamkeit, so viel Tod und Sterben und Zerstörung in dieser Welt, als die Antwort der evolutionistischen Wissenschaftler? Dann werden wir die Frage stellen, welche Antwort hat die Intelligent Design Bewegung, die auch glaubt, dass es eine Intelligenz gibt, auch wenn sie ihn nicht als den Schöpfergott der Bibel definieren wollten, sondern einfach von einer Intelligenz sprechen. Und von einer solchen Intelligenz spricht ja auch die Kirche, spricht ja auch Kardinal Schönborn. Er lehnte das ja nicht ab, dass es eine intelligente Planung gibt hinter der Schöpfung. Aber wir haben gesehen, dass er eben die Meinung vertritt und die Kirche die Meinung vertritt, dass all das, was die Intelligent Design Bewegung sagt, dass das nicht zutreffend ist. Warum haben wir das letzte Mal schon etwas gesehen und auch heute werden wir noch ein paar Gedanken da hinzufügen. Das heißt, wir werden auch hier die Frage stellen, welche Antwort haben jene, die an einen Schöpfergott glauben und an eine Schöpfung, die durch Evolution, über die Evolution entstanden ist, wie das eben die Kirche und Kardinal Schönborn in seinen Reden immer wieder sehr stark betont. Das heißt, ein Gott, der vor Milliarden von Jahren irgendwo da war, immer schon existiert hat, einen Urknall ins Leben gerufen hat und dann seitdem die Welt und die Natur sich entwickeln lässt, das Universum sich entwickeln lässt, bis herauf in unsere heutige Zeit. Welche Erklärung kommt von dieser Seite her über die Frage, warum gibt es den Tod und das Sterben schon so lange Zeit in diesem Universum, in der Natur, noch dazu, bevor ein Mensch in dieser Welt aufgekommen ist? Das ist eine sehr interessante Frage, der wir nachgehen wollen. Und ich muss euch sagen, ich habe persönlich schon viele Vorträge, viele Predigten über dieses Thema gehalten und mir viele Gedanken durch all die Jahre hindurch gemacht, wie wir am besten dieses Problem erklären können. Aber so, wie ich es heute in diesem Vortrag machen werde, habe ich es eigentlich selbst noch nie gemacht, weil die Problemstellung eine andere ist, auf die wir kommen werden. Nämlich aus diesem Hintergrund dieser Intelligent Design Philosophie oder der kreationistischen Philosophie oder dieser atheistischen, evolutionistischen Philosophie. Der Ansporn für dieses Thema und der eigentliche Anlass, warum ich dieses Thema von dieser Seite her aufbauen möchte, war eine neue Rede, die ich von Kardinal Schönborn im Internet gefunden habe. Und zwar eine Rede, die er schon vor längerer Zeit gehalten hat, also im Jahr 2005 schon. Und seither, ich habe jetzt also etwas mich noch mehr im Internet herumgeschaut, um zu wissen, was über Schönborn zu diesem Thema alles zu finden ist. Und ich kann euch den Rat geben, macht das einmal, tippt in den Google einfach einmal Kardinal Schönborn und mit dem Begriff Schöpfung und Evolution hinein und schaut, was ihr dort findet. Ihr werdet drauf kommen, dass dieser Kardinal in Übereinstimmung mit dem Papst und mit der Weltkirche scheinbar einen besonderen Auftrag hat oder sich einen besonderen Auftrag
stellt, den er fühlt, eine von der Kirche her Stellungnahmen abzugeben und Erklärungen abzugeben, wie die Kirche sich mit diesem Thema auseinandersetzt und welchen Beitrag sie zu diesem Thema leisten möchte. Und ich bin drauf gekommen, dass der Inhalt der Reden von Kardinal Schönborn, und das sind, also ich habe mindestens so 15, 20 Reden schon gefunden, und ich merke, dass fast überall, wo Kardinal Schönborn in den letzten Monaten und Wochen und in den letzten Tagen aufgetreten ist, immer wieder dieses Thema Schöpfung, Evolution, die Auseinandersetzung mit dieser wissenschaftlichen Theorie zur Sprache kommt. Und ich denke, also für mich ist das jetzt so geworden, dass ich glaube, dass es für uns wichtig ist, uns diesem Thema etwas zu widmen und einfach zu beobachten, was hier sich eigentlich abspielt. Und dass wir als bibelgläubige Christen auch etwas von den Inhalten dieser Reden, die da gehalten werden, wissen sollten. Ich glaube, dass wir in Zukunft ganz stark mit den Inhalten, die die Kirche hier vermittelt, als Beitrag für diese Debatte in diesem Darwin-Jahr, dass wir sehr stark konfrontiert sein werden, mehr und mehr in der Zukunft, weil sich offensichtlich die ganze Welt mit diesem Thema auseinandersetzen wird und vor allem die wissenschaftliche Welt. Und Kardinal Schönborn, es sieht so aus, als wäre er zurzeit einer der prominentesten Redner auf allen möglichen wissenschaftlichen Tagungen, die solche Debatten über dieses Thema der Evolution in diesem Darwin-Jahr speziell auch führen. Der Auslöser, da habe ich ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass gerade Kardinal Schönborn jetzt sein Engagement in dieser Frage einnimmt und auch ein begehrter Redner ist, der überall eingeladen wird auf der ganzen Welt. Da gibt es Reden, die er in verschiedensten Ländern der Erde schon gehalten hat zu diesem Thema. Und der Auslöser war ein Artikel damals in der New York Times am 7., am 11. Juli 2005, wo er in dieser Rede oder in diesem Artikel Kritik angebracht hat an der herkömmlichen wissenschaftlichen Evolutionstheorie, aber gleichzeitig auch einen Appell an diese Wissenschaft richtet und eine Warnung, eine Wissenschaft nicht ohne Gott zu machen. Eine Wissenschaft, wissenschaftliche Forschungen zu machen, das wird hier sehr betont, das wird sehr begrüßt und das wird auch sehr gelobt. Aber es wird auf die Gefahr hingewiesen, dass hier eine Forschung gemacht wird, die Gott völlig ausklammert und die dadurch den Menschen auch den Sinn des Lebens und auf die Frage, woher, wohin, wozu, eigentlich keine richtige Antwort geben kann. Und da sieht sich die Kirche veranlasst, hier eine Position einzunehmen, die den Menschen irgendwo doch entgegenkommt, vor allem Menschen, die in ihrem Leben auch den Glauben noch etwas mit einbringen wollten. Kardinal Schönborn hat auch in dieser Rede dort oder in diesem Artikel in der New York Times Kritik geübt an den schöpfungsgläubigen Menschen, die an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung glauben. Und in all seinen Reden, die man jetzt beachten kann, wird immer wieder eigentlich das verurteilt und vor diesen Leuten gewarnt. Wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, auch, man spricht von pseudowissenschaftlichen Spekulationen, die jene machen, die an den biblischen Sechstage-Schöpfungsbericht buchstäblich glauben. Und da werden besonders diese fundamentalistischen evangelikalen Gruppen ins Visier genommen und an den Pranger gestellt. Aber wie wir auch schon gesehen haben, übt er auch Kritik an dieser Intelligent Design Bewegung, die irgendwo versteckt natürlich auch viele von Ihnen diesen Sechstage-Schöpfungsgedanken im Hintergrund haben, aber nicht davon sprechen und viele von Ihnen einfach von irgendeinem kosmischen, von einer kosmischen Macht, von einer kosmischen Intelligenz reden, was natürlich die Kirche und vom christlichen Standpunkt aus, wenn man etwas die Bibel noch mit hereinbringt, auch nicht akzeptabel ist. Und das ist das Problem, vor dem sich die Kirche heute sieht. Und Schönborn ist damit natürlich in völliger Übereinstimmung mit dem Papst. Und man möchte hier praktisch
der Welt vermitteln, was sie über die Bibel zu glauben hat und wie wir auch die Bibel grundsätzlich zu verstehen haben. Das ist nicht nur eine Frage der Auseinandersetzung über Schöpfung oder Evolution, sondern mit diesem Konzept, das man hat, um hier einen Diskurs und eine Debatte zu führen, möchte man natürlich auch Prinzipien der Bibelauslegung darstellen und möchte man natürlich vermitteln, warum man die Bibel nicht so wörtlich nehmen kann und nicht so ernst nehmen kann, wie sie dort steht, sondern dass man sie interpretieren muss und wie es interpretiert werden sollte. Das ist jetzt auch mit ein Anliegen, das die Kirche und besonders ihr Vertreter, jetzt Kardinal Schönborn, und es gibt sicher andere namhafte Vertreter in der Kirche und auch der Papst selber, Ratzinger, hatte schon einige Reden gehalten diesbezüglich, die auch im Internet zu finden sind, die in ganz in ähnliche Richtung gehen. Das heißt, es geht hier zunächst einmal in diesem Thema, in der Debatte um Schöpfung und Evolution, darum, wie die Welt 1. Mose 1 bis 9 und damit auch den ganzen Rest der Bibel zu verstehen hat und wie nicht. Es geht da also um die Themen des Ursprungs, das heißt der ganzen Schöpfungsgeschichte. Dann das zweite Thema ist das Thema des Sündenfalls. Dann kommt mit dem Sündenfall natürlich eng verknüpft und unzertrennlich verknüpft das Thema Erlösung zur Sprache. Wir können nicht von Sündenfall und Erlösung getrennt voneinander sprechen, sondern das muss zusammengehören. Und mit Erlösung hängt natürlich auch das Thema Neuschöpfung zusammen. Und das ist ein Rahmen, wenn ihr euch die Reden von Kardinal Schönborn etwas anschaut, dann werdet ihr merken, das ist etwa der Rahmen, in dem alle seine Themen gehalten werden. Woher, wohin und wozu und welche Rolle hier Gott und Gott grundsätzlich spielt und in welcher Auseinandersetzung wir eben damit stehen. Interessant ist, dass hier weltweite Debatten ausgelöst worden sind und Schönborn selbst in seinen Reden weist immer wieder darauf hin, wie er sich wundert, dass es so große Debatten ausgelöst hat. Dieser eine Artikel in New York vor 4 Jahren, 2005. Aber er ist auch sehr dankbar dafür, weil er merkt, dass dieser Artikel tatsächlich viele Gemüter angeregt hat, über diese Themen nachzudenken und dass ein Dialog mit der Wissenschaft auch und auch mit anderen Religionen, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen, letztendlich zustande gekommen ist. Er wird heute in höchsten Gremien der Wissenschaft eingeladen und interessant ist, vor 14 Tagen, und da habe ich das letzte Mal schon einen Hinweis gegeben, hat er hier an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft an einem Symposium zum Thema Evolution eine ganz spezielle Rede gehalten. Und in der Einleitung dieser Rede hat Kardinal Schönborn Folgendes gesagt. Und ich beginne jetzt also hier aus seinen Texten, die es gibt, zu zitieren. Und da sagt er hier in seiner Einleitung in dieser Rede vor dem österreichischen akademischen Wissenschaft, ja, es ist mir eine Ehre, sagt er, aber auch eine Freude, im Rahmen dieses Symposiums von Ihnen, verehrter Herr Präsident, zu diesem Abendvortrag eingeladen worden zu sein. Ich bin mir bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, hat doch die Österreichische Akademie der Wissenschaften keine eigene theologische Klasse, also keinen eigenen theologischen Unterricht. Sie sind im Vorfeld der Tagung wegen dieser Einladung, die Sie an mich gerichtet haben, auch kritisiert worden. Also offensichtlich war man auch hier auf dieser Akademie nicht einverstanden, dass man hier einen religiösen Mann zu seiner Tagung einladet. Aber er hat es dann trotzdem gemacht, dieser Präsident. Und Kardinal Schönborn geht weiter und sagt, umso mehr danke ich Ihnen für dieses Zeichen akademischer Offenheit und Freiheit. Ich denke, es ist aber auch im Blick auf Charles Darwin historisch wie inhaltlich gerechtfertigt, Theologie in die wissenschaftliche Diskussion einzubinden. Ich hoffe, es wird mir gelingen zu zeigen, wie entscheidend für Darwins Weg als Forscher
und Denker die Auseinandersetzung mit dem Thema Schöpfer und Schöpfung eigentlich wahr. Aber ich glaube, es ist zudem von der Sache selber her naheliegend, sagt Schönborn, und sinnvoll, in der Debatte über Wege und Sinn der Evolution auch die Theologie zu befragen. Also ein sehr treffendes, einleitendes Wort, das er sagt, wenn wir schon wissenschaftliche Forschung machen, dann sollten wir die Theologie nicht völlig ausschließen. Und da bedankt er sich dafür, dass er in diesem Sinne eingeladen worden ist. Nun ist die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wie viel Theologie hat Darwin noch in seinem Evolutionskonzept überhaupt drinnen gehabt? Hat er noch Platz gehabt für einen Gott? Und ich muss euch sagen, ich habe in diesen Reden von Schönborn eine Fülle von interessantesten Hintergrundinformationen und auch Zitaten gefunden von allen möglichen Wissenschaftlern und namhaften Leuten, die irgendwo zu verschiedenen Themen Stellung genommen haben. Und unter anderem hat er hier auch aus dem Buch von Charles Darwin, The Origin of Species, das heißt der Ursprung der Arten, das war das Buch von Darwin. Und da hat Darwin in diesem Buch, seiner zweiten Auflage, einen Schlusssatz geschrieben, den Schönborn in dieser Rede jetzt hier zitiert hat. Und zwar sagt Darwin dort in diesem Schlusswort, es ist wahrlich etwas Erhabenes, um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Und das, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt. Aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Eine sehr interessante Aussage von Darwin, aus der man schlussfolgern könnte, dass Darwin hier in letzter Konsequenz ja auch Gott noch immer am Anfang dieser ganzen Entwicklung gestellt hat, das heißt am Ende seines Buchs, in dem eigentlich der Gott keinen Platz hat, hat er jetzt trotzdem noch einen Satz hinzugefügt, der naheliegt, dass Darwin selbst nicht ohne Gott ausgekommen ist und dass er das Ganze als ehemaliger Theologe und Geistlicher nicht ganz ausschließen konnte. Und Kardinal Schönborn hat auf dieses Phänomen Darwin ist auch eingegangen und darüber machen sich ja viele Leute Gedanken. Auf der einen Seite gibt es so Aussagen von Darwin, wo er Gott mit einbezieht und auf der anderen Seite hat man den Eindruck, der schaltet ihn völlig aus. Und Kardinal Schönborn selbst sagt, also man wird wahrscheinlich das Geheimnis, wie Darwin wirklich über Gott gesagt hat und wie er gedacht hat über Gott, nie wirklich mehr richtig lüften können. Nun, wo ist jetzt, und als ich diesen Satz hier gelesen habe, muss ich sagen, habe ich etwas geschmunzelt und habe mir gedacht, wo ist jetzt letztlich, wenn auch Darwin hier am Anfang doch Gott hinsetzt, wo ist jetzt hier der große Unterschied zu dem, was heute offiziell auch die Kirche diesbezüglich sagt? Ich habe das letzte Mal schon einige Gedanken aus diesem Buch Das Konzil und Du vorgelesen. Dort habe ich also bisher die ausführlichsten Informationen über die Schöpfungsvorstellung gefunden, also das ich bisher gefunden habe, außer jetzt in diesen Reden von Schönborn. Ich habe euch ja das letzte Mal gesagt, dass ich Schönborn geschrieben habe und ich habe bis jetzt keine Antworten noch bekommen. Aber ich muss sagen, ich habe, bevor ich den Brief geschrieben habe, wahrscheinlich noch zu wenig recherchiert gehabt im Internet. Da gibt es also genügend Informationen darüber, wie Darwin sich die Erschaffung der Menschen also im Detail wirklich vorstellt, also wie Schönborn sich das vorstellt. Und ich habe das jetzt auch gefunden und habe da mir ein besseres Bild machen können und das möchte ich euch auch heute im Zuge dieses Themas vermitteln. Wie die Kirche grundsätzlich über die Schöpfung glaubt. Ich habe hier das Buch dem Weltkatechismus, Katechismus der katholischen Lehre, das würde ich jedem empfehlen, das sich anzuschaffen. Ja. Das ist in jedem Buchhandel zu haben. Und da habt ihr in diesem Buch einen ganzen Abschnitt, Absatz 4, der Schöpfer. Und unter Punkt 1 habt ihr hier eine Überschrift, die Katechese über die Schöpfung.
Das heißt, die Katechese bedeutet die Lehre, ja, der Unterricht über die Schöpfung. Und da habt ihr einige Seiten, und wenn ihr diese Seiten da durchlesen würdet, ihr würdet nie auf die Idee kommen, dass die Kirche an eine Evolution der Menschen denkt, an eine Evolution des Lebens auf dieser Erde denkt, das sich über Jahrmilliarden hinausgezogen hätte. Das ist ein Satz, der ein bisschen in diese Richtung andeutet, wo man einfach die Wissenschaft irgendwo lobt für ihre Forschungen. Aber sonst wird hier in diesem ganzen Text immer wieder von dem gesprochen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich lese da vielleicht ein paar Sätze heraus. Da heißt es hier, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass es so aus Unsichtbaren das Sichtbare entstanden ist. Damit wird ein Bibeltext, Hebräer 11, Vers 3 zitiert, der eigentlich am klarsten in der Bibel steht, auch zu dieser Frage. Oder hier unter Absatz 2, der Paragraph 291 in diesem Katechismus, der sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das Neue Testament offenbart, dass Gott alles durch das ewige Wort seines geliebten Sohnes erschaffen hat. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden. Also ganz klar, dann würde man sagen, das ist ein Adventist, ein Mensch, der jetzt genauso glaubt, wie es die Bibel sagt. Ja? Oder eine Kirche, die das so glaubt, genauso glaubt. Dann vielleicht ein anderes Wort. Wir glauben, dass Gott, also das ist unter Absatz 4, der Paragraph 295, wir glauben, dass Gott die Welt nach seiner Weisheit erschaffen hat. Sie ist nicht das Ergebnis irgendeiner Notwendigkeit eines blinden Schicksals oder des Zufalls. Wir glauben, dass sie aus dem freien Willen Gottes heraus hervorgeht, der die Geschöpfe an seinem Sein, seiner Weisheit und Güte teilhaben lassen wollte. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Also ein Dankgebet aus Offenbarung 4, Vers 11. Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du alle gemacht. Psalm 104, Vers 24. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über alle seine Werke. Psalm 145, 9. Dann der nächste Paragraph 296. Gott schafft aus nichts, ist das überschrieben hier. Wir glauben, dass Gott zum Erschaffen nichts schon vorher Existierendes und keinerlei Hilfe benötigt. Die Schöpfung ist auch nicht zwangsläufig aus der göttlichen Substanz ausgeflossen. Gott erschafft in Freiheit aus nichts. Der Glaube an die Schöpfung aus nichts wird in der Schrift als eine Verheißung und hoffnungsvolle Wahrheit bezeugt. Dann heißt es weiter unten, 298, weil Gott aus nichts erschaffen kann, kann er durch den Heiligen Geist Sündern das Leben der Seele schenken, indem er in ihnen ein reines Herz erschafft. Also Aussagen, die von der Schöpfung der Natur über die Schöpfung des Weltalls bis hin zur Erschaffung des Menschen und letztendlich auch zur Neuerschaffung und zur Erschaffung der menschlichen Seele hinkommt. Da lest ihr kein Wort von irgendeiner Entwicklung in diesem Text. Ja? Und also zahllose Texte, die man da hier finden kann, und man würde nicht vermuten, dass hier etwas völlig anderes dann hineininterpretiert wird, obwohl es im Katechismus so steht, der ja ohnehin schon eine Interpretation der Bibel ist. Aber jetzt wird dieser Katechismus, werden diese Aussagen darin noch einmal interpretiert, zum Beispiel jetzt in diesen interessanten Reden von Kardinal Schönborn oder wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Ich lese euch noch da einen Text aus dem Konzil vor, wo man das ebenfalls so formuliert hat. Durch sein Wort, durch seine frei schöpferische Tat ist die Welt geworden. Sie ist nicht aus Gott selbst hervorgegangen. Die Welt gehorcht dem Worte des Schöpfers und das Werk Gottes ist gut. Es verherrlicht durch sich den Schöpfer. Das heißt, durch die Schöpfung wird der Schöpfer verherrlicht. Wir können das nur unterstreichen.
Ob die Schöpfung auch als eine reine Vernunftwahrheit erkannt werden kann, ist eine Streitfrage. Die Kirche lehrt, dass Gott in voller Freiheit die Welt erschaffen habe, kann man es deutlicher sagen, und durch nichts dazu gedrängt worden sei. Er schuf sie nach seinem Plan, durch seinen allmächtigen Willen. Er bedurfte niemand anderen dazu, der ihm da vielleicht helfen hätte müssen. Ich bin der Herr, der alles schuf, sonst keiner mit mir, heißt es im Alten Testament und im Evangelium. Alles ist durch das Wort gemacht worden. Und an einer anderen Stelle heißt es, der alles schuf, ist Gott. Also wunderbare Worte. Aber aus demselben Buch, aus dem ich jetzt zitiert habe, wo es heißt, das Konzil und zu, kommt jetzt die Erklärung, die ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich wiederhole hier einen Teil davon, wo es heißt, halten wir daneben, neben die biblische Darstellung der Schöpfungslehre, meint das, was die moderne Naturwissenschaft über die Entstehung der Welt sagt, die Naturwissenschaft nimmt ein einziges energiegeladenes Uratom an, aus dem sich alles entwickelt hat. Aber wir, die Kirche, fügen hinzu, das Konzil also, dieses Uratom stammt von Gott und Gott hat ihm die Fähigkeit, sich zu entfalten, gegeben. Es ist also nicht notwendig, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, es ist also nicht notwendig, dass Gott immer neu eingreift, praktisch in diesen Entwicklungsprozess, in diese Schöpfung, immer neu eingreift. Es ist nicht notwendig, sagt man hier, sondern es genügt, wenn er am Anfang stand und den Anstoß für diese Entwicklung gab. Und das ist im Kern, wenn man so haben möchte, also für mich ist das im Kern genau das Gleiche, was ich vorhin in diesem Schlusswort von Darwin eigentlich vorgelesen habe, was er da offensichtlich in seinem Buch am Schluss drinnen hat. Gott, das sagt auch Darwin, Gott griff nicht immer neu ein in die Schöpfung, in den Werdeprozess, in den Entwicklungsprozess. Die Kirche sagt aber, Gott griff nur ein in diesen Entwicklungsprozess, als es darum ging, den Menschen, der sich da aus dem Tierreich heraufentwickelt hat und seinen Übergang von Affen zu den ersten Primaten und dann letztendlich zu einem aufrechten Wesen gekommen ist, da griff Gott ein und hat letztendlich diesem Tierwesen, das sich da hochentwickelt hat und schon angefangen hat, vielleicht mit Werkzeugen zu hantieren und das Feuer kennenzulernen, diesen Urmenschen, den man gerne dann einen Cro-Magnon-Menschen oder einen Neandertaler definiert, diesen Menschen dann eine Seele einzuhauchen. Nämlich, da kommt dann der Gedanke hinein, eine unsterbliche Seele einzuhauchen und ihm damit ein höheres Leben zu vermitteln, als er bis dorthin geführt hat, nämlich den Menschen damit auch ein bestimmtes Gottesbewusstsein einzuhauchen. Das ist letztendlich der Eingriff, den Gott dann hier bei dieser Entwicklung von Mensch zum Tier in die Schöpfung, wo er da besonders dann in die Schöpfung doch noch irgendwo eingegriffen hat. Und das so, die Kirche legt sich da nicht fest, wann das war, aber das ist so zwischen 100.000 und 30.000 Jahren, so in der Zeit, wo man ungefähr den Neandertaler einordnet. Dort hinein etwa, irgendwo hat Gott diesem Wesen eine unsterbliche Seele eingehaucht und damit ein Gottesbewusstsein eingehaucht. Eine sehr interessante Darstellung, die Schönborn hier gebracht hat. Und auf dieser Basis baut er natürlich jetzt dieses ganze Weltbild auf. Gott am Anfang lässt das Ganze in einem Entwicklungsprozess laufen und greift dann dort irgendwo bei der Schaffung des Menschen, der menschlichen Seele in besonderer Weise ein. Halten wir das einmal fest. Jetzt habe ich in dieser Rede, die Kardinal Schönborn vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das war gerade letzte Woche, hat er diese Rede gehalten, eine sehr interessante Darstellung gefunden, die er hier erwähnt. Er sagt hier, sie kennen vor diesen Wissenschaftlern,
vor diesem Symposium, sagt er hier, Sie kennen alle den Versuch, die Dauer des Universums als ein Kalenderjahr darzustellen und so eindrucksvoll festzustellen, dass wir, der Homo sapiens, erst in den letzten Sekunden vor dem Ende des kosmischen Jahres auftauchen. Ich habe das letzte im letzten Vortrag schon etwas kurz diese Gedanken zitiert und hier hat Kardinal Schönborn etwas genauer erklärt, wie man sich das jetzt vorstellen soll. Und da sagt er hier, ich zitiere hierzu die Darstellung des Physikers und Theologen Professor Dieter Hattrup. Er schreibt, und jetzt achtet, das ist für mich bisher ein Text gewesen, den ich noch nirgends so gefunden habe, so konkret. Ich wusste schon, dass man hier diese im Religionsunterricht, bei den Kindern habe ich einmal so einen Text gefunden, wo man diese ganze kosmische Zeit von über 10, 15 Milliarden Jahren bis zum Urknall, je nachdem, wo man den Urknall einsetzt, dass man das alles in einen gerafften Zeitraum von einem Jahr versucht darzustellen. Und dann versucht er zu zeigen, was innerhalb dieses Jahres in Übertragung der ganzen Milliarden von Jahren sich abgespielt haben könnte. Und dieser Professor und Theologe, Dr. Dieter Hattrup, der schreibt hier, und das zitiert Schönborn in dieser Rede vor diesem Symposium. Vergleichen wir dieses Alter, also 10, 15 Milliarden Jahre, das ist nicht genau genannt geworden hier, aber vergleichen wir dieses Alter mit einem Jahr von 365 Tagen. Dann entspricht ein Monat etwa einer Milliarde von Jahren. Das heißt, ein Monat in diesem Jahr würde eine Milliarde von Jahren sein. Mit dem Glockenschlag 0 Uhr soll der Urknall am 1. Januar beginnen. Also vor 15 Millionen Jahren, ja, jetzt am 1. Jänner. Nach ein paar Wochen, also das ist jetzt etwa in 500 Millionen Jahren, könnte man meinen, ungefähr, ja, bilden sich die ersten Galaxien und Sonnen. Also in einigen 100 Millionen Jahren nach diesem Urknall haben sich jetzt einige Galaxien und Sonnen gebildet. Wie das gemacht wird, steht jetzt nicht deutlich da, nicht? Das ist eine Riesenexplosion, ein Staub durch die Luft, durch das ganze All geflogen und irgendwelche großen Brocken durch das Weltall. Und irgendwo haben sich da dann Galaxien gebildet und Sonnen, die entstanden sind, einfach der Staub, der sich da zusammengezogen hat und dann zu Sonnen geworden ist. Dann sagt er hier weiter, einige Zeit existieren diese Galaxien und diese Sonnen. Einige Zeit existieren sie, dann lösen sie sich wieder auf. Die großen Sonnen verbrennen sehr, sehr schnell, die mittleren langsamer und die kleinen Sonnen ganz langsam. Jetzt muss man natürlich fragen, woher weiß man das so genau? Aber hinter solchen Aussagen steht ein Physiker, der also auch aus dieser physikalischen Gesetz, aus diesen physikalischen Vorstellungen, also über Astronomie und so weiter, wird ja hier geforscht. Und die Entstehungsgeschichte, also das Universum, wird auf diese Art und Weise von diesem Mann hier erklärt. Zuerst ein Knall, dann bilden sich diese Sonnen, dann lösen sich, dann existieren sie eine Zeit lang und dann lösen sie sich wieder auf. Die großen Sonnen verbrennen sehr schnell. Die mittleren langsamer, die kleinen langsamer. Das heißt, ein unterschiedlicher Verbrennungsvorgang. Und da muss man fragen, ja, warum, wenn das alles irgendwo ähnlich ist, warum verbrennen die einen schneller, die anderen langsamer? Was sind da für Gesetze dahinter? Wird natürlich nicht erklärt. Das sind alles Theorien, Annahmen, die hier angedeutet werden. Dann, das, was sich da verbrennt, ja, was jetzt wieder in Staub und in Rauch aufgelöst wird, in Gase aufgelöst wird, da heißt, sie verteilen ihr Gas wieder in den Raum, wo es sich erneut verdichten kann. Jetzt geht das in den Raum und dann verdichtet sich das wieder und es entstehen wieder neue Sonnen und neue Planeten. In dritter, vierter und fünfter Generation entsteht Mitte August, jetzt sind wir dann schon Mitte August, also vor ungefähr zweieinhalb, also vor fünf, ja, vor 7, 8 Milliarden Jahren, müsste man sagen, ja, entsteht Mitte August unser eigenes Sonnensystem aus einer Wolke von Gas und Staub. Also jetzt beginnt da unser Sonnensystem und das schätzt man nur so vor 7, 8 Milliarden Jahren. Die meiste Materie
landet als Wasserstoff in der Sonne und wird immer mehr verdichtet. Nach einem einzigen Tag in diesem Zeitraffer ist sie schon fertig. Also innerhalb kürzester Zeit, nicht, bildet sich die Sonne, verdichtet sich. Also es geht dann jetzt sehr schnell, schneller als das früher bei den Sonnen war, die ursprünglich gleich nach dem Urknall entstanden sind. Bemerkenswert. Das ist eine Darstellung, die Schönbart hier zitiert, und er kritisiert sie nicht im Geringsten. Ja, das möchte ich gleich vorausschicken. Dann geht der Gedanke hier weiter. Wenig später, also nachdem sich die Sonne gebildet hat, auf diese Art und Weise, bilden sich die äußeren Gasplaneten und die inneren Festplaneten, also wie die Erde und andere Planeten, die da um uns herum kreisen. Unter ihnen eben dann auch die Erde. Am 16. Dezember, also sind wir schon am Ende dieses Jahres, ziemlich am 16. Dezember, im Vergleich zu diesem kosmischen Zeitraum von Milliarden von Jahren, gibt es die ersten Wirbeltiere im Wasser. Am 19. Dezember betreten die Pflanzen das feste Land. Sehr bemerkenswert, nicht? Hier wird davon ausgegangen natürlich, dass das Leben im Wasser entstanden ist, dort dann irgendwo die Fische und die Tiere entstanden sind, also die kleinen Bakterien normal, und aus denen sich dann immer mehr Fische und alle möglichen Arten von Fischen entwickelt haben. Dann sind diese Tiere aufs Land gegangen. Und irgendwo mussten schon Pflanzen auf dieser Erde gewachsen sein. Bis dorthin war die Erde also noch von der ursprünglichen glühenden Abkühlung der Erde, war ja alles trocken, hat ja nichts gewachsen. Und hier müsste man natürlich die Frage stellen, wie kommt man darauf, dass man plötzlich hier eine Erde besät mit allen möglichen Pflanzen erklären kann, die irgendwo, wo das ganze Leben und die Pflanzen erst im Wasser entstanden sind und jetzt haben sie sich da aufs Land irgendwo plötzlich versamt. Niemand kann das erklären. Ich habe noch nie eine vernünftige Erklärung gefunden, eine wissenschaftliche, wie man das erklärt, wie aus dem Leben, das im Meer entstanden ist und auf der Erde, wo das ja noch nichts da war, plötzlich dann Gräser und Strauche und Blumen und Pflanzen und Bäume angefangen haben zu wachsen. Aber es wird einfach gesagt, das war so am 19. Dezember, wo die Pflanzen das feste Land betreten haben. Zu Weihnachten beginnen die Säugetiere, also jetzt sind wir schon ziemlich am Ende des Jahres, da kamen erst die Säugetiere dann, aus denen dann letztendlich später der Mensch dann auch gekommen ist. 12:05 am 31. Dezember leben die Neandertaler. Also so quasi 5 Minuten vor dieser großen Zeitspanne in diesem einem Jahr und von Milliarden Jahren, da kommt jetzt der Neandertaler, der aufrechtgehende Mensch, dem dann letztendlich die Seele eingehaucht worden ist. Und 12:15 wird Jesus Christus geboren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist hier ein Konzept von einem Physiker, von einem offensichtlich katholischen Theologen, wird das wohl gewesen sein. Und das wird hier von Kardinal Schönborn vor dieser Wissenschaftlichen Akademie in Wien zitiert. Offensichtlich ist er vollkommen der Überzeugung, dass die Evolution nach diesem Konzept etwa gesehen werden könnte. Oder vielmehr, dass die Schöpfung, wie es in der Bibel geschildert wird, in 6 Tagen, auf diese Art und Weise eher eingeordnet und verstanden werden sollte. Für mich hat sich die Frage gestellt, in einem solchen Bild, wo es hier schon Milliarden von Jahren Explosionen gab, Zerstörung, Bildung von Planeten, Bildung von einer gewissen Ordnung im All, dann wieder eine Zerstörung und dann ein Auftreten von Tieren, die dann sterben und ganz normal wieder sich gegenseitig fressen und auffressen und bekämpfen. Wenn wir da in die Zeit der Dinosaurier zurückgehen, wie das in den Filmen oft dargestellt wird, wo ja noch lange kein Mensch da war, von dem man sagt, das wäre jetzt der Mensch, der schon eine lebendige Seele in sich trug oder eine Seele, eine unsterbliche Seele eingehaucht bekommen hat, dass er durch diese ganzen Millionen, hunderte Millionen von Jahren und wenn man das Leben im Wasser schon Milliarden Jahre vorher dort hineinbringt,
dann hat es in dieser ganzen Zeit immer schon Sterben, Auffressen und gefressen werden gegeben. Und das alles, bevor der Mensch aufkam und bevor das passierte, was uns die Bibel im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen sagt, passiert ist, nämlich der Sündenfall. Der Beginn des Sterbens nach der Bibel hat er nicht schon vorher stattgefunden, während der 6 Tage Schöpfung oder in Milliarden von Jahren, sondern nach der Bibel ist der Tod überhaupt erst durch die Sünde des Menschen zustande gekommen. Das heißt, laut Bibel ist jegliche Zerstörung, jedes Sterben in der Natur und auch jede Zerstörung im Kosmos und Sterben in der Kreatur nur erklärbar durch den Sündenfall, der in der Bibel aber in Zusammenhang mit der menschlichen Erschaffung gestellt wird. Und ich hoffe, ihr merkt schon, auf welches große Problem wir jetzt da plötzlich stoßen, aus der biblischen Betrachtungsweise. Wenn wir auf der einen Seite noch von Sünde sprechen wollten, als der Ursprung des Todes und als der Tod, als der Lohn der Sünde, und dann von Erlösung sprechen wollten, dann kriegen wir da jetzt ein großes Problem. Und man müsste jetzt hier die Frage stellen, welche Rolle, und diese Frage bekommt man ja auch beantwortet, welche Rolle spielt denn jetzt, wenn Kardinal Schönborn sich mit seinem Konzept, das ich jetzt gerade geschildert habe, etwas ausführlicher in diesem Text, wie er das da zitiert hat, welche Rolle spielt denn jetzt für Kardinal König und Kardinal Schönborn und für die Kirche Gott als der Schöpfer in diesem Konzept? Eine weitere Frage. Wir wissen ja, dass der Sündenfall in der Bibel mit Satan in Verbindung gebracht wird, also mit dem Teufel, einem gefallenen Engel, der sich zum Gegenspieler Gottes im Universum entwickelt hat, bevor diese Welt geschaffen wurde. Welche Rolle spielt jetzt der Teufel und der Urheber des Bösen und der Urheber und die Ursache letztendlich des Todes und aller Zerstörung in diesem Universum und allen Leides in dieser Welt? Welche Rolle spielt dann der Teufel in diesem Konzept, wenn man da meint, es hätte schon vor dem Sündenfall auf Erden und bevor der Mensch geschaffen wurde, schon Tod und Elend im ganzen Entwicklungsprozess gegeben? Das ist im Kern die Frage, die wir in der Bibel auch im Buch Hiob, der wir auch im Buch Hiob begegnen. Es geht dort um die Frage, wer ist schuld am Leid, am Sterben, an der Ungerechtigkeit, die sich ja nicht nur in der Natur abspielt oder nicht nur unter Menschen abspielt, sondern auch in der Natur. Und wir haben ja vor kurzem in Bregenz ein Seminar gestaltet, vor einigen Monaten ist das schon gelaufen, über das Buch Hiob. Und ich möchte an dieser Stelle jeden empfehlen, der das jetzt hört hier, dieses Seminar, das ich damals über das Buch Hiob gehalten habe, unbedingt irgendwo mit einzubeziehen in euer Denken und auch in diese Diskussion. Und dort haben wir die Frage gestellt, sind wir auf ein sehr interessantes Phänomen aufmerksam gemacht worden, dass Hiob eines Tages ein Riesenproblem hatte, ein Mann, der gläubig war, der tiefgläubig war, der überzeugt war von der Existenz Gottes und der überzeugt war von einem Schöpfer, der alles geschaffen hat. Das kann man aus dem Buch Hiob also sehr deutlich erkennen. Und Hiob, ein Mann, der wirklich in einer engen Gottesbeziehung lebte und dann dieses Unheil plötzlich über ihn kam. Und da stand natürlich diese Frage ganz konkret da. Warum trifft mich das? Warum dieses Leid? Warum diese Zerstörung? Warum jetzt mein ganzer Besitz verloren geht? Warum Blitz und Donner und Feuer vom Himmel? Und warum die Katastrophen, die ihn da getroffen haben und letztendlich auch die Grausamkeit der Menschen? Und da kamen seine Freunde und versuchten, ihn da Antworten zu geben und sagten, ah, das ist wahrscheinlich dein Unglaube und das ist das muss der große Sünder gewesen sein.
du musst irgendwas verkehrt gemacht haben, so groß kann es mit deinem Glauben gar nicht sein, weil sonst hätte ich dann Gott nicht so bestraft. Also haben wir es hier genau mit dieser Frage zu tun, wie kann ein gerechter Gott, an den man dann glaubt, ein liebender, barmherziger Gott, von dem man zunächst einmal überzeugt ist als gläubiger Mensch, plötzlich so etwas Grausames zulassen, dass hier auf den Menschen kommt? Und hier in unserem Thema übertragen wir das gleich. Und wie kann er so etwas Grausiges in der Natur zulassen? Und dann kommt dieser Dialog mit seinen Freunden im Buch Hiob. Und seine Freunde, wie wir schon gesagt, nicht, die versuchen da irgendwo den Grund zu finden. Und den Grund finden sie in der Sünde. Ist aber sehr bemerkenswert, es war ihnen zumindest bewusst, dass Sünde hier eine Ursache für Unglück und Leid und Not und Zerstörung sein kann. Aber das ganze Buch Hiob macht letztendlich Gott dafür verantwortlich. Sowohl seine Freunde sind der Meinung, Gott ist der, der ihn gestraft hat. Und der Hiob letztendlich lässt sich das einreden, und da gibt es ja einige Texte in dem Buch Hiob, die wir lesen können. Vielleicht lesen wir da einen Text, schlag da mal im Buch Hiob auf. Besonders im Kapitel 9 dieses Buches kommt der Hiob irgendwo einmal an einen Punkt, wo er nicht mehr kann. Und wo er versucht, jetzt hier wirklich auch Gott für das Leid, das ihn jetzt getroffen hat, richtig anzuklagen. In Hiob 9, ich nehme da jetzt nur einen Text heraus, den wir da in diesem Sinne interpretieren können, da sagt Hiob ab Vers 11: Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich's merke. Also von Gott spricht er hier. Siehe, wenn er wegrafft, zerstört also, wer will ihm wehren? Wer will zu ihm sagen, was machst du? Gott wehrt seinem Zorn nicht. Unter ihnen mussten sich beugen die Helfer Rahabs. Also Rahab, das ist eine Gestalt, nicht? Eine Riesengestalt, die eine Riesen, auch manchmal wird das in Verbindung gebracht mit riesenhaften Urtieren, als wären das die Dinosaurier gewesen, und die da von Menschen gebändigt werden wollten. Und da ist ein Hinweis, Gott in seinem Zorn mussten die alle sich beugen. Das heißt, die wurden alle vernichtet. Ja? Wie sollte ich denn ihm antworten und Worte finden vor ihm? Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Dann geht es weiter. Wenn ich ihn auch anrufe, diesen Gott, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Da kommt Hiob ganz schön in Zweifel, in diesem Leid. Mit dieser Leitfrage bekommt er ein Problem mit Gott. Vielmehr greift Gott nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Merkt ihr, ein direkter Angriff an Gott. Hiob sieht keinen Grund, sieht keine Schuld in sich. Und jetzt ist er dabei, Gott anzuklagen, der ihn ohne Grund schlägt und das Unheil über ihn bringt. Also ist das nur ein gerechter Gott, ein liebender Gott, ein barmherziger Gott? Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es um Recht? Wer will ihm vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich schuldig sprechen. Also eine unwahrscheinliche Aussage, die Hiob da von sich gibt, wo er sagt, selbst wenn ich unschuldig wäre, würde mich Gott trotzdem schuldig sprechen. Dann geht er weiter und schreit, ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben. Das heißt, er verzweifelt an seinem Leben und an einem solchen Gott in dieser Situation. Ich verachte mein Leben. Es ist ja eines, es ist egal, heißt das hier, ja. Darum sage ich, er bringt den Frommen um, wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Also wie wenn Gott tatsächlich über die Verzweiflung der Unschuldigen spottet. Aber merkt ihr, wer hier verantwortlich gemacht wird? Gott als der Schöpfer, an den Hiob zunächst einmal so geglaubt hat und ein glückliches Leben führen konnte. Und plötzlich bekommt er in dieser Auseinandersetzung mit dem Leid, mit der Ungerechtigkeit, die er fühlte, die er da über ihn kam, ein großes Problem mit diesem Gottesbild, das er bisher hatte.
Und da muss man sich fragen, was hat dem Hiob in seinem Gottesbild gefehlt? Wir kennen normalerweise nur die Geschichte im Kapitel 1, wo der Hiob also als dieser geduldige Gottesmann dargestellt wird, der vor Gott niederfällt und sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oder wo er sogar dann bei einem zweiten Angriff seine Frau zurechtweist und sagt, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Dann heißt es hier, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Aber was dann nachher kommt, ist offensichtlich nicht mehr dieser Hiob, der so demütig auch das Leid einstecken kann und sofort eine Erklärung für das Leid hat, sondern hier kämpft er. Offensichtlich war das ein Mann, der zwar einen großen Glauben an Gott hatte, der von der Existenz Gottes überzeugt war, aber mit dem Problem des Leides noch nicht umgehen konnte. Keine Erklärung hatte, als es ihn letztlich persönlich traf. Als es andere traf, hat er sich wahrscheinlich darüber noch gar keine so Gedanken gemacht. Denn man müsste sagen, der Hiob war schon ein alter Mann. Am Schluss des Buches Hiob steht von 100, über 100 Jahren muss er gewesen sein, wenn man sein ganzes Leben aufzählt, wie alt er schon gewesen sein muss, dass er 10 Kinder hatte und dann krank wurde. Also ein erfahrener Mann und ist noch nie offensichtlich mit dieser Frage so richtig konfrontiert worden, woher kommt das Böse? Ist Gott schuld? Ist Gott der Urheber? Oder ist das Böse in ein Zufall, der einfach im Universum da ist, in der Natur mit drinnen ist und dann ist das eben einfach so? Noch ein Satz im Vers 24. Sagt Hiob, er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Da stellt er die Frage. Tja, und da sind wir beim wichtigen Punkt. Wenn nicht Gott schuld ist am Leid, an der Ungerechtigkeit, am Leiden von Menschen und Tieren, denn bei Hiob sind ja auch viele Tiere ums Leben gekommen, als da das Feuer vom Himmel fiel, wie es im Text heißt, und die ganzen Herden verzehrte. Und wir wissen, es gibt auch heute in vielen Gegenden Feuer vom Himmel. Das können Blitze sein und plötzlich liegen alle Tiere am Boden. Oder es kann irgendwo ein Vulkanausbruch sein und feurige Lavamassen fallen über die Tiere und über Menschen und über das Land und verbrennt alles. Ja, ist das alles Gott, der das macht? Wer ist schuld am Leid? Auch in dieser Entwicklungsphase. Hiob in seinem Buch, und darauf habe ich in meinem Seminar sehr deutlich aufmerksam gemacht, im ganzen Buch Hiob, während dieser ganzen Diskussionen, kommt die Idee, dass eventuell der Teufel hinter dem Ganzen stehen würde, überhaupt gar nicht vor. Als Hiob dieses Leid über sich, das Hiob das Leid über als das Leid über ihn kam und als er mit seinen Freunden diskutierte, da wusste er noch nicht das, was im ersten Kapitel im Buch Hiob steht. Nämlich dort hat Hiob eine Erklärung bekommen. Irgendwo musste Gott den Hiob am Schluss seiner Geschichte auch die Erklärung über den Hintergrund dieser Geschichte erzählt haben, dass nicht er der ist, der ihm dieses Leid zugefügt hat, sondern dass es hier einen Gegenspieler Gottes gab, der ihn hier in dieses Unheil geführt hat. Interessant ist aber, dass der Teufel dort nicht vorkommt. Hiob hatte offensichtlich also bis zu dem Zeitpunkt ein Gottesbild, in dem das Böse genauso wie das Gute mit Gott in Verbindung gebracht wurde und nicht irgendwo mit einem Gegenspieler Gottes, der dafür verantwortlich sein könnte. Und ich habe gemerkt in der Argumentation, in einer Rede, auf die ich dann jetzt gleich zu sprechen komme, da hat Kardinal Schönborn eine sehr interessante Rede gehalten und es sieht so aus, dass Kardinal Schönborn und auch die Kirche hier uns auch ja, eine Erklärung geben muss, ja, und es kommt ja dann auch, wie in einem Entwicklungsbild, wo es Sterben, Not und Elend, gefressen und gefressen werden, schon lange vor der Erschaffung des Menschen und die Verführung durch Satan des Menschen und die Sünde in dieser Welt, der Tod in diese Welt gekommen ist.
Und da haben wir dann ein Problem, dass wir sagen, wie lässt sich dann dieser Tod und diese Zerstörung vorher erklären in dieser Zeit, ohne Teufel und Sündenfall. Und habt ihr gemerkt, in diesem Konzept der 365 Tage kommt der Gedanke vom Teufel noch von der Sünde vor, die da irgendwo eine Rolle gespielt hat, das zu diesem Unheil und zu diesem Sterben und wieder neuen Leben und Erwachen und gefressen werden, irgendwo dazukommt. Das Problem, das wir damit haben, und auf diese Frage hat hier Kardinal Schönborn eine sehr interessante Rede gehalten, die ich da gefunden habe. Und zwar ist das eine Studie, eine Katechese zum Thema Schöpfung und Evolution. Am 14. Februar 2006 hat er die im Stephansdom in Wien gehalten. Und ihr könnt diese Rede, ich würde es euch wärmstens empfehlen, unter dem Titel finden, wenn ihr in Google hineingeht und dort den Satz hineingebt: Du lenkst alles, Punkt, Gottes Führung und das Leid der Welt. Also du lenkst alles und dann Gottes Führung und das Leid der Welt. Unter diesem Begriff schaut einmal in Google hinein, oder wenn ihr bei Kardinal Schönborn Schöpfung und Evolution hineinschaut, dann findet ihr auch diese Rede irgendwo dort auf dieser Seite. Und dann schaut einmal dort hinein. Ich werde jetzt im weiteren Thema jetzt aus diesem Vortrag die wesentlichsten Aussagen zitieren. Und zwar gibt Kardinal Schönborn hier in dieser Rede seine Antwort auf die Frage des Bösen und des Leides und der Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber auch die Antwort auf die Frage, warum es schon vor den Menschen Leid und gefressen werden in der ganzen Schöpfung gegeben haben soll. Und zwar eine Antwort, die hier aus einer theistischen, evolutionistischen Sicht kommt. Und der Inhalt dieser Rede, der sollte uns wirklich zu denken geben, und wir sollten ihn als Christen in dieser Auseinandersetzung unbedingt kennen. Ich glaube, dass diese Rede ganz besonders und diese Inhalte, diese Philosophie oder diese Theologie, die dahinter steckt, in der Zukunft eine große Auseinandersetzung auch mit schöpfungsgläubigen Christen und eine große Auseinandersetzung auch zwischen Kirche und Wissenschaft geben wird. Und zwar ist es sehr interessant, Kardinal Schönborn leitet diese Rede mit folgenden Worten ein. Und es ist wert, ich habe mir das vorgenommen, ich gehe diese Rede mit euch durch, weil sie so viel offenbart, was hier im Hintergrund sich abspielt und in welcher Spannung hier wir uns befinden und auch gegenüber der Wissenschaft und wie die Wissenschaft auf solche Gedanken reagiert. Denn da gibt es ja Reaktionen bereits von der wissenschaftlichen Seite her, auf das, wie die Kirche versucht, hier dieses Problem zu lösen. Da heißt es hier in der Einleitung, die Kardinal Schönborn im Stephansdom in Wien in dieser Katechese gebracht hat. Er sagt: In den vielen Briefen, die ich in den letzten Monaten bekam, wurde mir oft folgende Frage gestellt: Wie können Sie in einer Welt voller absurder, zerstörerischer Ereignisse überhaupt einen vernünftigen Plan der Schöpfung erkennen? Ist das nicht eine berechtigte Frage, die ihm da gestellt wird? Und in vielen Briefen, sagt er, hat man ihm diese Frage gestellt. Ihr merkt, er bleibt nicht unwidersprochen. Lassen Sie mich aus zwei typischen Briefen zitieren, sagt Schönborn. Ein Professor der Genetik und der Entwicklungsbiologie schrieb mir kürzlich: Wenn Sie je ein Heim für unheilbare Kinder gesehen haben, zum Beispiel ein Kind mit einem Wasserkopf, vergleichbar mit einem großen Ballon, nur dahin vegetierend, oder Kinder, deren Augenhöhlen keine Augen haben, oder Kinder, keine Augen haben, dann müssen Sie doch mit Ihrer Hypothese des Intelligent Design, also intelligenter Plan, große Probleme bekommen, sagt ihm dieser Professor für Genetik in einem Brief, den er hier zitiert.
Ich habe hier ein weiteres, ich habe mir den Text hier herausgeschrieben, in einem von dieser Rede hier. Und ihr könnt das selber nachlesen, das würde zu lange führen. Da kommen auch Biologen zu Wort und Wissenschaftler, die Kardinal Schönborn auf die Grausamkeiten in der Natur aufmerksam machen, was sich hier alles abspielt. Wie Tiere, und wir sehen in den Universum-Filmen, die wir im österreichischen Fernsehen immer wieder sehen, sehen wir immer wieder, welche furchtbaren, grausamen Szenen da vorkommen, dass man es manchmal kann man oft gar nicht hinschauen, welche Grausamkeit sich in dieser Natur abspielt. Und auf diese Dinge hat man Kardinal Schönborn immer wieder aufmerksam gemacht und macht ihn immer wieder aufmerksam und stellt ihm die Frage, wie können Sie bei solchen Dingen noch daran glauben, dass es da irgendwo einen liebenden und barmherzigen Gott gibt, der das alles intelligent geplant hat? Ist das nicht eine bemerkenswerte Frage? Kardinal Schönborn sagt in diesem Text, in dieser Rede weiter, sagt, die Beispiele lassen sich leider beliebig vermehren zu dem, was die Wissenschaftler ihm da, wo sie ihm aufmerksam gemacht haben. Wer hat nicht schon, sagt Schönborn hier, von der Gottesanbeterin gehört, die bei der Begattung das Männchen lebendig auffrisst? Grausam, nicht? Wo ist da eine Intelligenz? Ein intelligentes Design, die Frage stellt hier Schönborn in dieser Rede, wo ein guter und liebender Schöpfer, der von seiner Schöpfung sagen kann, dass sie gut ist. Das sind Fragen an Schönborn und die Kirche und an schöpfungsgläubige und intelligente Designer, die beantwortet werden sollen und die er selber stellt. Er geht weiter in diesem Thema und sagt, ein Professor für medizinische Computerwissenschaft schrieb mir kürzlich, früher hatte die Thematik der Evolution für mich keine besondere Brisanz. Seit 3 Jahren jedoch habe ich mich auch in Bioinformatik oder mit Bioinformatik eingehend beschäftigt. Dabei dringt man zwangsläufig relativ weit in die Genomforschung ein. Man kann ja heutzutage schon das ganze Genom auf einem PC ansehen und betrachten. Hatte ich vorher gedacht, sagt dieser Computerwissenschaftler, die Schöpfung ist wohlgeordnet und alle Unordnung sei nur eine Abweichung von dieser Wohlordnung, verschuldet oder unverschuldet, musste ich sehr bald von absolut planlosen Schritten einen völlig entgegengesetzten Eindruck gewinnen, sagt dieser Wissenschaftler. Die Schöpfung erscheint eher als eine Ansammlung von planlosen Schritten und wir sehen lediglich jene Produkte, die überlebt haben in diesem ganzen Kampf und eine gewisse Funktionalität aufweisen. Diese wird von manchen Interpreten daher als planvoll gestaltet bezeichnet. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand nach einem Gewinn im Glücksspiel eben dieses Gewinnen als Ergebnis eines planvollen Vorgehens bezeichnen würde. Würde uns das überzeugen, wenn jemand sagt, das ist geplant gewesen, dass ich jetzt den Totobi-Gewinn gemacht habe, das war ganz intelligent geplant? Das stellt daher die Frage, es wird doch niemand auf die Idee kommen. Man kann natürlich einwerfen, sagt dieser Wissenschaftler, den Schönborn in seiner Rede zitiert, es erscheint zwar planlos, aber nur deshalb, weil wir den Plan dahinter eben nicht verstehen. Auch dieses Argument hätte ich zwar gerne angenommen, sagt der Wissenschaftler, aber Eure Eminenz, Sie sollten einmal selbst einen Blick in ein Genom machen, in seine Genstruktur, in einen Gencode. Sie würden sehen, wie chaotisch alles in ihm ist. Es ähnelt einer Stadt, die ständig wiedererbaut wurde, indem neue Dinge in den Bereichen hinzugefügt würden, die vorher zerstört und zusammengebrochen sind. Kein Techniker würde je ein solches Durcheinander planen. Was wir in einem Genom finden, scheint das genaue Gegenteil von einem intelligenten Plan zu sein. Eine sehr interessante und bemerkenswerte Überlegung, die hier Wissenschaftler einen Mann zum Verständnis bringen wollten, der davon überzeugt ist, dass in der Natur ein höchst intelligenter Plan da ist. Und dieser Wissenschaftler geht dann weiter in seinem Brief, den Schönborn hier zitiert,
Als Christ war ich erstaunt, all das zu lernen, denn ich hatte die Dinge genau andersherum erwartet. Früher, in seiner Unwissenheit offensichtlich. Am Ende meiner Analyse kam ich zu folgendem Schluss. Wie kann ein Gott, der barmherzig ist, all die Trübsale, die Irrtümer und die tausenden Lebewesen, die in diesem Prozess sterben, zulassen, aus dem dann andere entstehen sollten, nicht? Das kann man hier hinzufügen. Wie kann er solche zerstörerischen Dinge als Mittel intelligenter schöpferischer Aktivitäten gebrauchen? Das widerspricht doch völlig dem Bild, das wir von Gott haben und wie es die Kirche vermittelt. Also eigentlich ein interessanter Vorwurf, der hier jetzt gemacht wird. Es ist höchste Zeit, sagt er, genau auf die Welt zu schauen, die Gott gemacht hat und was er wirklich beabsichtigte zu tun. Ich denke nicht, dass es irgendjemanden gibt, der es versteht, was dieser Gott beabsichtigte und was er tut. Also eine bemerkenswerte Darstellung und Behauptung, die zunächst am Lauf gestellt wird. Dieser Professor, sagt der Schönborn, für medizinische Computerwissenschaft, gab mir inzwischen Einblick in seine faszinierende Arbeit. Die unvorstellbar komplexen Vorgänge im Genom, die das Leben, alle Formen des Lebens bestimmen, lassen den nachdenklichen Forscher tatsächlich perplex werden. Warum diese Fehleranfälligkeit? Also so wird das interpretiert, dass man das feststellen kann, da wird das aufgebaut, dann zerfällt das wieder, dann kommt wieder was Neues, dann kommt wieder was anderes. Offensichtlich spielt sich das in den Genaufbau so ab. Warum Missbildungen als Folge von schädlichen Mutationen, das ja auch vorkommt, inzwischen in unserer Natur, und wir merken jetzt schon, hier spricht man bereits von einer Natur, die bereits degeneriert ist, die nicht mehr der ursprünglichen Vollkommenheit und der Ordnung entspricht. Aber hier geht man davon aus, das ist ja die Natur vor dem Sündenfall. Also von der Schöpfung her schon. Der genannte Professor Wolfgang Schreiner meint, man könne von einem erfolgreichen Design sprechen, denn für die Überlebenden sei es erfolgreich. Also für die, die da überleben, für die ist es erfolgreich. Aber für die anderen ist es natürlich nicht erfolgreich. Aber es sei nicht sorgfältig, es ist kein sorgfältiges Design, das man da in der Natur erkennen kann. Wenn man die vielen möglichen Fehlerquellen sieht und auch nicht mitfühlendes Design abschließend, auch nicht mitfühlendes Design findet, und abschließend meint er, von intelligent Design würde man eigentlich erwarten, dass es erfolgreich ist, dass alles erfolgreich ist, aber auch sorgfältig und mitfühlend sein müsse. Und jetzt entdeckt man aber in der Natur, dass in der Natur kein Mitgefühl, keine Sorgfältigkeit in der Auseinandersetzung zwischen dir und dir da ist. Und jetzt schlussfolgert man, dass das eben, wenn das ein intelligenter Gott ist, ein schöpferischer Gott, ein barmherziger Gott sein soll, dann passt das ja nicht hinein in dieses Gottesbild, was man hier in der Natur so beobachten kann. Und das in diesem Konzept, in dieser Rede, die Kardinal Schönborn im Stephansdom gehalten hat hier, lässt er hier in seiner Einleitung als Problem darstellen. Und dann kommt er zu dem Punkt und sagt, genug nun der Fragen, die wir uns da gestellt haben. Gibt es auch Antworten? Lassen Sie uns gleich am Anfang sagen, wir dürfen keine vorschnellen Antworten auf die Frage des Bösen und des Leides und seines Ursprungs und seiner Beziehung zu einem guten Gott und einer guten Schöpfung und seiner Vorsehung geben. Also dann glaube ich, ist er prinzipiell am richtigen Weg, dass er sagt, vorschnell können wir hier nicht einfach eine Antwort geben, wenn man sagt, das friss oder stirb, ja. Und da sagt er hier, dazu sagt der Katechismus, also der römische Katechismus, in diesem Weltkatechismus kann man das dann nachlesen, wenn der allmächtige Vater, der Schöpfer einer geordneten und guten Welt, für all seine Geschöpfe sorgt, warum existiert dann das Böse? Eine Frage, die im Katechismus gestellt wird und die wir uns alle stellen. Und jetzt auch in diesem Zusammenhang. Auf diese Frage, so dringend und unvermeidlich und schmerzlich, aber auch so geheimnisvoll sie auch ist, kann es keine schnelle Antwort geben.
Nur der christliche Glaube als Ganzes kann die Antwort darauf geben. Das ist er, da ist er überzeugt. Und das ist eine ziemlich starke Aussage, wo man sich natürlich die Frage stellen wird, wie werden jetzt andere Religionen darüber denken, wenn er sagt, nur der christliche Glaube kann eine endgültige und richtige Antwort auf diese Frage geben. Er geht dann weiter, im Katechismus steht dann der Text so weiter, da heißt es, der heilige Augustinus hat schon intensiv mit dieser Frage gerungen und er schrieb, ich erforschte den Ursprung des Bösen, aber ich fand keine Lösung. Und Augustinus war ein Kirchenvater so im 4., 5. Jahrhundert, der über alle möglichen Fragen nachgedacht hat. Und da findet man natürlich vieles sehr Wertvolles, aber auch viele schon in eine sehr philosophische Richtung geführt, wo er ebenfalls schon von griechischer Philosophie geprägt war und manche Antworten, die nicht nur mehr aus der Bibel gegeben hat, sondern schon mit griechisch-philosophischer Beeinflussung. Und wir wissen ja, dass auch in der griechischen Philosophie schon sehr viel evolutionistisches Gedankengut vorhanden war. Dort war ja irgendwo ein Ursprung dieser Philosophien zu finden. Und da heißt es dann hier weiter, in langen Suchen und Umwegen und falschen Versuchen fand Augustinus den, der allein das Böse, die Sünde und den Tod besiegte, sagt Schönborn hier. Jahrhunderte christlicher Erfahrung zeigen etwas sehr deutlich. Je tiefer wir in die ewigen Geheimnisse Gottes hineinkommen und je lebendiger unsere Gemeinschaft zu Christus, unserem Erlöser, und je intimer und familiärer unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird, desto klarer wird uns die Antwort über das Böse verständlich. Je mehr der Sinn für Gott verschwindet, desto verdunkelter wird auch unser Verständnis des Bösen sein. Es wird ein sinnloser Skandal werden, von dem wir nur in Verzweiflung und Ablehnung fliehen können, sagt hier Schönborn. Also im Grunde genommen müsste man ihm hier recht geben, dass er sagt, wenn wir nicht eine göttliche Antwort haben, eine biblische Antwort finden, dann kann das nur eine Verwirrung bestiften und ein Durcheinander, einen sinnlosen Skandal und wir könnten in Verzweiflung und Ablehnung fliehen. Natürlich würden wir uns jetzt erwarten, dass jetzt nach solchen Erklärungen eine gute biblische Antwort kommt auf die Frage, warum gibt es dieses Leid nicht nur heute, sondern warum gibt es dieses Leid und dieses Sterben und in diesem ganzen Entwicklungsprozess, bevor der Mensch überhaupt als Mensch, Adam und Eva, wie es die Kirche jetzt versteht, im Sinne eines Neandertalers existiert hat, eine lebendige Seele bekommen hat und dann ein richtiges Gottesbewusstsein bekommen hat und dann von, wie es in der Bibel steht, von Satan verführt wurde. Ihr merkt ja, da kommt man ja hinten und vorn mit keiner Antwort mehr zurecht. Was für Antwort kommt jetzt? Welche Antwort hat Kardinal Schönborn und die Kirche heute auf die Frage, warum es in der Schöpfung, aber auch in unserem gesamten Universum auf unserer Erde so viel Böses, so viel Ungerechtes und ebenso viel Zerstörerisches gibt? Erklärung in dieser Rede. Wir wollen mit dem meist geäußerten Einwand beginnen, der gegen den Schöpfer und seinen Plan, seine Führung und seine Vorsehung vorgebracht wird. Warum hat Gott nicht eine perfekte Welt geschaffen, die nichts Böses enthält? Warum hat er das nicht gemacht? Man könnte diese Frage stellen. Warum hat Gott nicht die Welt so geschaffen, dass nichts Böses da drinnen sein kann? Das ist doch die Fragen, die wir uns auch stellen. Antwort kommt hier, eine weitere Erklärung. Jeder Defekt, den man in der Schöpfung festzustellen meint, scheint gegen einen intelligenten Schöpfer und gegen seinen intelligenten Plan zu sprechen. Es scheint so, sagt er. Das Chaos in dem genetischen Code ist ein Beispiel dafür. So sagt man, dass es keinen vernünftigen Ingenieur geben würde, der eine solche Maschine konstruieren würde. Aber lassen Sie uns zum Kern der Sache kommen, sagt Schönborn hier. Muss Gott, wenn er etwas schafft, es vollkommen und perfekt und ohne irgendeinen Defekt schaffen? Gibt es nur diese Alternative? Ist das die einzige Erklärung? Muss Gott das so schaffen? Ist das unser Gottesbild? Entweder es gibt eine vollkommene Schöpfung, sagen viele Leute, oder es ist alles aus reinem Zufall entstanden. Und jetzt
mein Schönborn, das kann es ja nicht sein. Entweder so oder so. Gibt es eine Zwischenlösung, wie man das erklären kann? Und da sagt er hier, doch wenn Gott schafft, muss er unbedingt eine Welt schaffen, die schon vollkommen vollendet ist. Eine Welt, in der alles von Anfang an schon in seiner perfekten und vollkommenen Form und in einem unveränderbaren Zustand ist. Muss Gott das so machen? Ist das unser Gottesbild, dass da nichts mehr verändert werden kann, dass alles schon vollkommen ist? Was aber ist, wenn Evolution einen Beginn einschließt, dem ein Prozess des Werdens folgt und der letztlich auch auf einen Endpunkt hingeht? Was dann, wenn man Schöpfung, die durch Evolution entsteht, so verstehen könnte? In diesem Fall hat der Schöpfer, der die Welt machte, sie in einen Lauf entlang eines Pfades gestellt, auf dem sie sich immer noch auf ein Ziel hin bewegt, das sie noch nicht erreicht hat. Und das ist jetzt ein interessanter Ansatz. Das heißt, hier wird versucht, dass man das so darstellt, wir dürfen doch nicht von einem Gott ausgehen, der gleich von Anfang an schon alles perfekt, endgültig geschaffen hat, fixfertig, sondern wir müssen von einem Schöpfer ausgehen, der eben das Ganze in einen Entwicklungsprozess hineingestellt hat, hin zur Vollkommenheit. Das heißt, wir haben diese Vollkommenheit jetzt noch nicht erreicht. Das ist der interessante Ansatz. In einer solchen Welt also würde es ein stetes Werden und Entwickeln geben, was auch ein stetes Vergehen und Verschwinden einschließt. Also da kommt Leben und verschwindet wieder. Da entsteht ein Planet und der verschwindet wieder. Da entstehen Tierarten, Pflanzenarten, Fischarten und Vogelarten und vergehen wieder. Denn nichts Materielles wird hier erklärt in dieser Rede, das entsteht und sich entwickelt, hat die Fähigkeit zu bleiben, sondern es wird immer vergehen und verschwinden. Daraus folgt notwendigerweise, dass in einer Welt des Werdens es auch Verderben, Zerstörung und Tod gibt. Und damit ist das Problem eigentlich gelöst, wo jetzt den Wissenschaftlern und auch den anderen religiösen Menschen gesagt wird, was wollt ihr denn? Ihr könnt doch nicht davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, der gleich von Anfang an alles perfekt gemacht hat, dass wir das von ihm erwarten sollten, sondern wir haben es mit einem Gott zu tun, der ein Ziel hat, der über Milliarden von Jahren, über unendliche Zeitalter eine Schöpfung angelegt hat, die im Werden, in Entstehen ist, und da gibt es eben vieles, was dann kommt und wieder vergeht und was dann nicht mehr brauchbar ist und wieder zusammengeschlagen wird und einander sich frisst und wieder damit neues Leben entstehen kann. Aber am Ende erwartet uns eine vollkommene Welt. Das ist nicht eine bemerkenswerte Antwort, die hier versucht wird? Ist das die biblische Antwort? Das ist offensichtlich nicht die biblische Antwort. Und deshalb geht er hier auch mit einem Text weiter in dieser Erklärung, indem er den Katechismus zitiert. Und zwar den Katechismus, den Weltkatechismus, den ich euch da vorhin gezeigt habe. Ja. Und zwar auf der Paragraph 310. Und da heißt es hier in diesem Buch, warum aber hat Gott nicht eine so vollkommene Welt erschaffen, dass es darin nichts Böses geben könnte? Jetzt kommt die Antwort. In seiner unendlichen Macht könnte Gott stets etwas Besseres schaffen. Und da bezieht man sich auf Thomas von Aquin. Thomas von Aquin war ein mittelalterlicher Kirchenlehrer, der schon solche Gedanken geäußert hat. Und das wird hier in den Katechismus eingebaut. Also wir sehen, wie alt eigentlich dieser Gedanke schon ist. Das ist nicht erst eine Idee, die erst durch Darwin erfunden wurde, sondern da haben schon kirchliche Theologen darüber nachgedacht. In seiner unendlichen Weisheit, steht hier im Katechismus mit Bezug auf Thomas von Aquin, in seiner unendlichen Weisheit und Güte jedoch wollte Gott aus freiem Entschluss eine Welt erschaffen, die auf dem Weg zu ihrer letzten Vollkommenheit ist. Das wollte Gott schaffen. Keine Welt, die schon vollkommen geschaffen ist, sondern die auf den Weg dorthin zur Vollkommenheit geschaffen wurde.
Das ist mir ein völlig persönlich, ein völlig neuer Gedanke. Mir persönlich auch eine völlige neue Definition. Mir war das nie bewusst, dass hier die Kirche eine solche Erklärung für dieses Problem hat. Und ich bin diesbezüglich sehr dankbar, dass ich diese Quellen hier gefunden habe und diese Darstellung gefunden habe, die hier dieses Bild darstellt. In diesem Katechismus heißt es dann weiter, dieses Werden bringt nach Gottes Plan mit dem Erscheinen gewisser Daseinsformen das Verschwinden anderer. Das ist also Gottes Plan. Ausdrücklich. Mit dem Vollkommen, auch weniger Vollkommenes, mit sich, mit dem Auf, also bringt das mit sich, ja, andere Daseinsformen, dem Vollkommen, auch weniger Vollkommenes, mit dem Aufbau, auch den Abbau in der Natur. Solange die Schöpfung noch nicht zur Vollendung gelangt ist, gibt es mit dem physischen Guten folglich auch das physische Übel. Und das ist auch sehr interessant, dass man hier sehr wohl unterscheidet zwischen einem geistlichen Übel, einem seelischen Übel, einem intellektuellen Übel, das vom Menschen ausgehen kann, und einem physischen Übel. Das heißt, was in der Natur sich abspielt, das ist reine Physik, das sind physische Vorgänge, nicht biologische Vorgänge, die nicht unbedingt mit intelligenten Wesen zu tun haben. Und Gott hat eben in seinem Plan von Anfang an in dem Werden der Natur dieses physische Übel schon mit integriert gehabt. Das hier eine Erklärung des Katechismus. Und dann geht der Text weiter. Schönborn, alles das in einer Rede im Stephansdom vor 2 Jahren schon, die er dort gehalten hat. Und da sagt er hier, können wir die Worte in 1. Mose 1,1 und Gott sah an alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut, harmonisieren mit der Tatsache des Fressens und Gefressenwerdens in der gesamten Tierwelt? Das ist eine Frage, die er hier stellt. Und dann sagt er hier, alle Kreaturen, das ist jetzt die Antwort, und die geht wieder Richtung Bibel, alle Kreaturen, so gut sie auch sind, sind beschränkt, sind irgendwo limitiert, sagt er. Keines von ihnen kann seinen Schöpfer voll und ganz darstellen. Selbst wenn die Welt viel besser und viel perfekter wäre, würde sie nie in die Nähe der Herrlichkeit vollkommen, der Herrlichkeit Gottes kommen. Also achtet auf diese Aussage. Selbst wenn die Welt viel besser wäre, als sie heute ist, viel perfekter wäre, würde sie nie in die Nähe der Herrlichkeit Gottes kommen. Ist das die biblische Antwort, die wir haben? Wir werden uns das dann kurz anschauen, abschließend. Sie kann niemals, also die Natur, die Schöpfung, sagt er hier, kann niemals das Wesen Gottes vollkommen widerspiegeln, weil sie in einem Zustand des Werdens ist und einen Beginn und eine Phase der Entwicklung und ein Ende haben wird. Das heißt, wir glauben auch, und ich glaube, von der Bibel her kann man das so sagen, dass die Natur, in der wir heute leben, besonders hier auf dieser Erde, diese Grausamkeiten, diese Katastrophen, diese Grausamkeiten unter den Tieren, das kann das Wesen Gottes nicht wirklich vollkommen widerspiegeln. Und trotzdem ist etwas, was das Wesen Gottes widerspiegelt. Wir müssen uns ja hier die Frage stellen, ist die Schöpfung, wie wir sie heute haben, ist das die Schöpfung, die Gott ursprünglich geschaffen hat? Aus unserem Verständnis der Bibel heißt es ja nicht, dass Gott die Schöpfung in einen Werdeprozess geschaffen hat, sondern unser Schöpfungsbericht in der Bibel, und das müsste eigentlich für alle Christen das Gleiche sein, der endet ja hier mit einer Aussage in 1. Mose 1,1, 1, Vers 1, wo das beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und am Schluss dieses Kapitels, im Vers 31, da heißt es ja, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und da steht jetzt hier nicht nur, und siehe, es war gut,
sondern und siehe, es war sehr gut. Und da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das war jetzt hier noch nicht die Vollendung der Schöpfung. Das war der sechste Tag. Aber dort war es schon sehr gut. Und man kann hier also nicht sagen, dass die Schöpfung hier noch nicht abgeschlossen war. Sie ist in einem Werdeprozess, die eben noch Leid und Not und Sterben und geboren werden und fressen und gefressen werden in sich birgt. Davon ist hier nicht die Rede in der Bibel. Und wenn wir jetzt das Kapitel 2 noch dazu lesen, da heißt es hier dann in diesem Kapitel, das eigentlich zum ersten dazugehört, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am sieben Tage seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am sieben Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den sieben Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Und das ist die gleiche Bibel, die auch ein Kardinal Schönborn in den Händen hält, aus der er zitiert, und alle Christen und selbst Wissenschaftler, die irgendwo christlich orientiert sind, werden nicht aus einem anderen Buch zitieren können. Wir haben es hier mit einer Schöpfung zu tun, die vollendet ist. Das wird ausdrücklich hier gesagt. Die vollendet war. Und in diese vollendete Schöpfung kam etwas hinein, was diese Vollendung und diese Vollkommenheit der Schöpfung zerstört hat. Und das war nicht erst, nachdem irgendwo schon Tiere und die Natur sich gegenseitig kaputt gemacht hat und Sterne explodiert sind und sich gegenseitig aufgelöst haben und Grausamkeit in der Naturwelt existiert hat, sondern hier wird das geschrieben, dass diese Vollendung bereits war, als Gott das Ganze überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Sehr bemerkenswert, dass wir hier sehen können, und ich möchte vielleicht auch auf den Text hinweisen, den der Apostel Paulus im Römerbrief zitiert hat. Und da heißt es hier in Römer 1 zu dieser Frage, spiegelt die Natur noch Gottes Wesen wider? Und der Apostel Paulus konnte trotzdem, dass er das auch gewusst hat, dass in der Natur so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Sterben und Aussterben und Katastrophen und so weiter alles zu finden ist, sagt er trotzdem in Römer 1, Vers 19 und 20, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Der Apostel Paulus ist der Überzeugung, dass man in der Natur immer noch wesentliche, wertvolle Züge und die wesentlichsten Züge Gottes erkennen kann. Aber es geht darum, die Schöpfung mit den richtigen Augen zu sehen. Paulus war nicht blind, dass es auch Elend und Sterben in der Natur gibt. Und es ist interessant, dass er auch hier in der Schönborn dann in seinem weiteren Text zu gewissen Schlussfolgerungen kommt diesbezüglich. Und ich möchte das jetzt hier noch etwas weiterlesen. Er sagt hier, der Grund, warum die Debatte über das Intelligent Design sich im Kreise dreht, hat damit zu tun, dass man der Meinung ist, dass der göttliche Ingenieur unbedingt perfekt ist und nur perfekte Maschinen schaffen müsste. Das ist das größte Missverständnis, sogar von der Seite der Intelligent Design Bewegung in den USA. Das wirft einen vor. Das heißt, das größte Missverständnis wäre, dass man glaubt, dass Gott tatsächlich eine perfekte Maschine geschaffen hat in diesem Universum, an der nichts zu verbessern wäre. Er sagt dann weiter, Gott ist nicht ein Uhrmacher, kein Erbauer von Maschinen,
Er ist Schöpfer von Kreaturen und der Natur. Die Welt ist nicht ein fertiges Uhrwerk, nicht eine gewaltige Maschine und auch kein Megacomputer, sondern eine Republik der Naturen. Was meint er damit? Das heißt, dass es in seiner Schöpfung vor allem Wachstum und Werden gibt. Mit all seinen Versuchen, Misslingen, seinen Synergien, seinen Kämpfen, seinen Durchbrüchen, seinen unverständlichen Verschwendungen und unerwarteten und unbeabsichtigten und unglücklichen und glücklichen Resultaten. Und Gott sah, sagt er dann trotzdem hier, dass es gut war. Eigentlich steht hier, dass es sehr gut war, und es ist bemerkenswert, dass man hier dieses sehr auslässt. Und Gott sah, dass es gut war. Ist darin das Böse eingeschlossen? Das ist jetzt eine weitere interessante Frage. Dass er hier mit dieser Frage eigentlich den Gedanken vermittelt, könnte es sein, dass diese Aussage, dass es gut war, auch das Böse mit einschließt? Und jetzt stellt er nochmal die Frage, woher kommt denn das Böse? Warum gibt es so viel sinnlose Zerstörung und Grausamkeit? Die kürzlichen Ereignisse haben uns wieder bewusst gemacht, und das war jetzt hier eine Rede, die kurz nach dieser Katastrophe des Tsunamis im fernen Osten stattgefunden hat. Und jetzt kommt er auf dieses Geschehen zu sprechen, das ich hier noch einbringen möchte, um das Thema jetzt dann vielleicht mit diesem Gedanken dann noch ausklingen zu lassen. Die kürzlichen Ereignisse haben uns wieder bewusst gemacht, wie destruktiv die Natur sein kann. Erdbeben wie das im Dezember 2004 kann in kürzester Zeit eine gewaltige Zerstörung bringen. Das haben wir alle erlebt. Schrecklich waren die Konsequenzen des Tsunamis, der durch ein unterseeisches Erdbeben ausgelöst wurde. Doch wir sollten bedenken, dass diese Art von Erdbeben die Folge von etwas ist, was unentbehrlich für die Existenz des Lebens auf unserem Planeten ist. Könnt ihr euch vorstellen? Eine sehr bemerkenswerte Aussage. Das, was hier das Erdbeben ausgelöst hat und diese ganzen Prozesse, war unentbehrlich für die Existenz des Lebens auf unserem Planeten Erde überhaupt. Ohne die Bewegung von Platten, die unsere Erdkruste formen, würde es kein Leben auf unserer Erde geben. Also wir haben das Leben auf dieser Erde eigentlich diesen kontinentalen Platten zu verdanken, die da schwimmen, und den dahinterliegenden Ursachen für diese Plattenbewegung. Eine höchst interessante Philosophie, die ja immer wieder auch in den Universumsendungen vorkommen. Ja? Dass mit dieser Plattenverschiebung, diese Plattentektoniktheorie hier zum Motor wird, zum Auslöser, zum Kreativ, zum Schöpfer des Lebens auf dieser Erde. Höchst interessant. Experten sagen, dass diese Mobilität der Platten, und das sagt jetzt ein Erzbischof, ja, Kardinal König, Experten sagen, dass diese Mobilität der Platten eine der Bedingungen ist, damit unsere Erde eine stabile Durchschnittstemperatur haben kann, ohne die es keine Evolution des Lebens gehabt haben könnte. Und da bezieht er sich auf ein englisches Werk von Peter Ward und Donald Brownless, ein Buch mit dem Titel Rare Earth, also die rare Erde von New York 2000. Das kann man im Internet, kann man dieses Buch finden dort, ich habe das nachgelesen. Und wo Wissenschaftler wieder diese Vorstellung haben und das irgendwie begründen, dass man der Mobilität der Plattentektonik auf dieser Erde überhaupt das Leben zu verdanken hat. Das ist jetzt die wissenschaftliche Erklärung. Und jetzt kommt hier ein bibelgläubiger Kardinal, die Kirche, und die versucht jetzt auch diese Idee von der wissenschaftlichen Plattenverschiebung mit der biblischen Theologie in Verbindung zu bringen, mit dem biblischen Schöpfungsglauben und mit der biblischen Lehre vom Ursprung und von der Theologie des Bösen in dieser Welt. Und da sagt er hier weiter, die Erde ist der einzige Planet in dem Sonnensystem, so steht das hier in diesem Buch von einem Wissenschaftler, das eine flexible geologische Struktur hat. Es ist der einzige Platz, wo es möglich wurde, dass sich höhere Formen des Lebens entwickeln konnten. Damit kommen wir zu einem Paradoxum, sagt Schönborn,
dass das, was auf unserem Planeten Erdbeben verursacht und wieder zu vielen Toten führt, zur selben Zeit eine der Bedingungen für unser Leben mit all den anderen komplexen Formen des Lebens hier auf Erden ist. Ist das nicht erstaunlich? Wir dürfen uns also nicht aufregen und nicht zutiefst zerstört sein, dass hier durch solche Katastrophen so viel Leben ausgelöscht wird, sondern wir sollten eigentlich auf der anderen Seite dankbar sein, dass sowas überhaupt existiert, dass sowas passiert, dass die Natur sowas schafft, ja? Damit dann, und nur dadurch konnte in vergangenen Zeiten überhaupt, konnten die Bedingungen geschaffen werden, damit Leben auf dieser Erde entsteht. Und da sagt Schönborn jetzt die Frage, was hat uns das zu sagen? Marco Bersanelli, ein italienischer Wissenschaftler, sagt unter anderem, so zitiert er ihn, die Explosion einer nahegelegenen Supernova kann in einem Moment eine totale Auslöschung unseres Planeten bewirken. Aber dieselbe stellare Explosion im All, in ferner Vergangenheit, schuf den Kohlenstoff, den Sauerstoff und andere Elemente, die für unseren Organismus wichtig sind. Also da haben wir es auch wie einer kosmischen Katastrophe zu verdanken, dass wir leben. Und diese Argumente baut Schönborn in sein Konzept alle ein, um damit zu zeigen, dass Gott hier ursprünglich keine vollkommene Welt geschaffen hat, sondern eine Welt im Werden, aber die auf die Vollkommenheit zugeht. Da ist keine Rede von einem Sündenfall, bis jetzt nicht, von einer Zerstörung, die durch die Sünde, durch Satans Einfluss zustande gekommen ist, der Auswirkungen hat auf den ganzen Kosmos. Zurück zum Tsunami-Geschehen, sagt dann Schönborn. Nach dem Tsunami damals in Ostasien wurde immer wieder gesagt, wie kann ein guter Schöpfer solches zulassen? Ich habe leider nie gehört. Wie können wir dem Schöpfer danken, dass er uns die Traumstrände von Phuket geschenkt hat, die da zerstört worden sind? Diese Strände sind durch dieselbe Erdgeschichte entstanden wie auch der Tsunami. Und das sollte man jetzt überlegen, meint er hier. Wir sollten also Gott dankbar sein für solche Entwicklungen, weil ja dadurch überhaupt erst die schönen Strände auf dieser Welt entstanden sind, durch diese Naturkatastrophen. Und er hat ja vom Prinzip her nicht Unrecht, dass tatsächlich solche Meeresstrände, die Meere, die wir haben, alles letztendlich Auswirkungen sind von einer Riesenkatastrophe, die mit der Sintflut begonnen hat. Die Bibel spricht dann später von einer Zeit Beleks, wo die Erde zerteilt wurde, wo es wieder gewaltige Katastrophen gab. Und ich kann euch an dieser Stelle nur aufmerksam machen, ich habe ein Seminar sehr ausführlich gestaltet über diese Frage der Plattentektonik, wie viel Wahres gibt es in dieser Plattentektonik? Hier wird die Plattentektoniktheorie als das Hauptargument verwendet, wie man beweisen möchte wissenschaftlich, dass hier Leben durch diese Mobilität der Platten, durch diese Verschiebungen, durch dieses Abtauchen der Platten, wieder hochheben und so weiter, dass das überhaupt das Leben erst entstanden ist. Und ich muss euch jetzt sagen, und das habe ich da in meinem Vortrag damals auch gesagt, wenn das stimmt, dann hätten wir als Christen die größte Aufgabe und als christliche Wissenschaftler hätten wir christliche Wissenschaftler, ich bin es ja nicht, ich bin Theologe, ich bin ein einfacher Prediger, der sich auch versucht, auch selbst etwas Gedanken darüber zu machen, über diese Vorgänge. Aber wenn das stimmt, was man hier sagt, dass wir dieser Plattentektonik das Leben zu verdanken haben und Erdbeben und Katastrophen, Vulkankatastrophen, dann sollten wir uns die Frage stellen, stimmt das, was die Wissenschaft über diese Plattentektonik wirklich sagt? Stimmt das wirklich? Und ich habe in meinem Seminar über die Plattentektonik auf Hope and More ist das Seminar herunterzuladen und ich würde euch einladen, wer das noch nicht kennt, der soll sich das anschauen. Denn dort habe ich meine persönlichen Begründungen und auch wissenschaftliche Gründe angebracht, warum diese Theorie der Plattentektonik der größte Unsinn ist, den man überhaupt glauben kann. Ja, was ich damit meine, wird erklärt auf diesen Kassetten. Aber wenn ich solche Erklärungen höre, dann ist das für mich eine Herausforderung und das sollte das für uns eine Herausforderung sein, diesen Theorien wirklich nachzugehen und zu schauen, kann man auf solchen Theorien wirklich so ein Konzept aufbauen. Kardinal Schönborn kommt hier zum Abschluss und er sagt, letztlich ist da noch die Frage von Reinhold Schneider, die auf uns lastet. Warum schlägt uns das Böse auf so sinnlose Weise?
Ein intelligenter Plan kann hier nicht gesehen werden. Wir können höchstens die Zerstörung von Bedeutung und Plan erkennen. Schönborns Antwort, die Bibel weiß, dass die ganze Schöpfung sich sehnt nach Befreiung und Erlösung. Und da kommt er jetzt interessanterweise abschließend in seiner Rede auf einen Text zu sprechen, den er hier auf diese Weise her einbaut. Und zwar in Römer 8, Vers 22, da haben wir, oder 8, ab Vers 18 haben wir einen Abschnitt, wo der Paulus im Römerbrief auch auf dieses Phänomen des Leidens in der Natur zu sprechen kommt. Und Kardinal Schönborn in seiner Rede meint, dass hier die Antwort zu finden ist, dass Gott eben die Schöpfung nicht vollkommen gemacht hat, sondern unvollkommen in einen Werdeprozess hin zur letzten Vollkommenheit in einer Neuschöpfung, die wir hier fahren. Wir sprechen in der Bibel von einer Neuschöpfung, aber hier die Kirche in dieser Interpretation spricht hier von einer Vollendung der Schöpfung. Und merkt ihr, das sind zwei Welten. Die Bibel spricht, die Welt war einmal vollkommen am Anfang, sie ist unvollkommen geworden und wir werden uns das nächste Mal genauer damit auseinandersetzen, was zu dieser Unvollkommenheit geführt hat, was die Bibel über den Sündenfall und über den Teufel sagt, über die wahren Ursachen des Bösen dort und was wir dann hier mit dem vergleichen können. Hier geht Paulus auf den Text ein und sagt, Vers 19 oder 18, ja, denn ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Das heißt, wir sind in einer Welt des Leidens, aber wir gehen auf eine Herrlichkeit hin. Wir kommen von einer Herrlichkeit in der Schöpfung und wir gehen auf eine Herrlichkeit hin. Aber inzwischen ist da was Schreckliches passiert. Und dann heißt es hier, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass Gottes Kinder offenbar werden. Es ist ja die Kreatur unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, jedoch auf Hoffnung. Paulus sagt hier ganz klar, dass die Natur heute, die Schöpfung, in der wir leben, nicht mehr die ist, wie sie einmal war. Sie ist unterworfen worden der Vergänglichkeit. Und der Grund dafür, den gibt er ja auch an, das war die Sünde, die da, dort im Paradies an den ersten Blättern geschildert wird und die hier durch einen wissenschaftlichen Einfluss natürlich voll in Frage gestellt wird. Das heißt also, eine Theologie, die sich mit der Evolutionstheorie verbindet, kann nur zu solchen Schlussfolgerungen kommen, wo dann der Sündenfall und auch die ganze Erlösungsgeschichte nicht mehr das sein kann, was wirklich der biblischen Wahrheit entspricht. Paulus sagt hier, denn auch die Kreatur wird frei werden von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Aber wer hat die Natur dieser Vergänglichkeit unterworfen? Das war doch nicht Gott, schon von Anfang in der Schöpfung durch einen intelligenten Plan. Und da meine ich, mit einer solchen Theologie, glaube ich, wird es auch zu großen Auseinandersetzungen kommen und es ist auch schon. Ich habe Vorträge gehört vor 2 Jahren, wo die Rede von Schönborn kritisiert worden ist, also in wissenschaftlichen Gremien und wo man den Kopf geschüttelt hat von wissenschaftlicher Seite her, wie man das nur so glauben kann. Und ich habe das verstanden, dass hier auch denkende Menschen ein Problem haben, die auf der einen Seite von einem liebenden, von einem vollkommenen Gott zu sprechen und dann durch solche Argumente sich überzeugen zu lassen, dass das der richtige Gott wäre. Und dass damit der Bibel mehr Schaden zugefügt wird als Nutzen, das muss uns auch klar sein. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Für mich ist das persönlich eine ganz neue Sicht der Dinge, mit der ich so in der Weise noch nicht konfrontiert war. Und ich denke und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, auch euch etwas zu vermitteln von dieser Dramatik, die ich für mich da drin selber erkannt habe und von der Notwendigkeit, auf solche Fragen,
die Wissenschaftler mit Recht auch an die Religion stellen, dass wir auch in der Lage sind, auf solche Fragen antworten zu können. Wir wollen Gott bitten, dass er uns in dieser Auseinandersetzung hilft. Und meine lieben Freunde, ich bin der Überzeugung, dass das, was wir hier erleben in dieser Diskussion, keine vorübergehende Sache ist, sondern ich glaube, dass es hier zu einer großen Konfrontation kommen wird. Denn wir müssen uns auch gleichzeitig bewusst sein, dass diese wissenschaftliche Diskussion und dieser religiöse Konflikt, in der man den Schöpfungsbericht nicht mehr wörtlich sieht, sondern sie ihn auf Millionen Jahren umträgt, dass wir damit ja auch einen versteckten Konflikt mit dem Ruhetag vor uns haben. Denn wir, die wir an die 6-Tage-Schöpfung glauben, glauben ja auch, dass der Sabbat immer noch ein Zeichen ist, als Ruhetag gehalten zu werden, ein heiliger Tag, den Gott zum Gedenken an diese 6-Tage-Schöpfung eingesetzt hat. Und jetzt ist es ja unser Anliegen, unsere Aufgabe, uns auch für diesen Sabbat einzusetzen und auf der anderen Seite dadurch auch ein Bollwerk gegen die ganze Entwicklungstheorie aufzustellen. Und Satan hat gewusst, warum er diesen Erinnerungstag, dieses Gedenken an die Schöpfung, diesen Tag in einen anderen Tag versetzt hat. Und jetzt geht es nicht mehr darum, den Sabbat hochzuhalten, sondern wenn ihr beobachtet habt, läuft jetzt zur gleichen Zeit mit dieser Schöpfungsdebatte auch ein anderes Anliegen, ein anderer Appell an die Welt, den Sonntag hochzuhalten. Und in den gleichen Internetforen, wo ihr diese Reden von Schönborn finden könnt, wo der Aufruf gegen den 6-Tage-Schöpfungsplan zu glauben, kommen die Aussagen, werdet ihr dort manche Werbung finden, die immer wieder darauf hinweist, haltet den Sonntag hoch zur Verteidigung des Sonntags. Ist das ein Zufall, dass hier diese beiden Dinge zusammenkommen? Das überlasse ich euch eurer eigenen Einschätzung und ich hoffe, dass ihr, wenn es auch etwas vielleicht kompliziert war und vielleicht schwer zu folgen war mit vielen Texten, die ich heute da zitiert habe, dann hoffe ich doch, dass ihr den Kern der Gedanken mitbekommen habt und wir werden uns im nächsten Thema weiter beschäftigen. Ich möchte so aktuell wie möglich bleiben in der Thematik und gleichzeitig auch den wirklichen Plan der Schöpfung, des Sündenfalls und der Erlösung darzustellen. Möge Gott euch segnen und in persönlichen Nachdenken, wenn ihr könnt, schaut vielleicht gerade diese Rede, holt euch das heraus, lest sie für euch durch, da sind noch viele interessante Gedanken drinnen, die es wert sind, dass man sie kennt und versteht und dass ihr das auch entsprechend einordnen könnt. Gott segne euch und wir sehen uns das nächste Mal. Nächsten Donnerstag, so Gott will, wieder, wenn auch die Technik wieder gut funktioniert. Lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss zu Gott kommen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese Zeit, die du uns jetzt gegeben hast. Ein sehr intensives Thema, ein Thema, das tief geht, das auch an die Substanz deines Wesens geht. Herr, wir sehen, in welcher Welt wir leben, mit welcher Verwirrung, mit welchen unterschiedlichen Vorstellungen wir zu kämpfen haben. Und in einer Welt mit solchen Angriff auf deine göttliche Wahrheit geht es darum, deine Wahrheit zu bezeugen. Ich bitte dich, dass das, was wir hier besprochen haben, worüber wir nachgedacht haben, was wir bewusst gemacht haben, dass es seine Früchte hat, auch in unserem persönlichen Leben, dass wir wissen, worauf wir uns noch einzustellen haben. Gib uns die Weisheit, die wir brauchen, auch damit recht umzugehen und auch den wissenschaftlich denkenden Menschen, vor allem auch den jungen Menschen, die das in der Schule mitbekommen, in ihrem Religionsunterricht oft mitbekommen, dass wir die rechten Antworten geben können. Segne uns in diesem Sinne weiterhin und führe uns und lass auch diese Botschaft an die rechten Ohren kommen, dass sie in der rechten Weise damit umgehen. Hab Lob und Dank dafür, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich wieder und ich wünsche euch Gottes Segen und hoffe, dass wir uns weitersehen
und dass wir noch mehr über das Wort Gottes auf diese Art und Weise miteinander hören können. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.